Huch, da habe ich es ja geschafft, den Timer aus Versehen auszumachen. Ich darf den einen Smiley nicht benutzen, den ich da gerade gemacht habe, weil wenn ich das Sternchen drücke, das ist die gleiche Tastenkombi wie den Timer ausblenden. Nevermind, er ist jetzt bestimmt vorbei. Schön, dass ihr wieder da seid. Da sind wir auch schon wieder. So, da hat er auch das Spiel. Sehr gut. Und das Erste, was euch auffallen sollte, ist, wir haben ein Texturenpaket drin. Ich muss sagen, ich bin nicht so 100%ig zufrieden. Wir probieren das mal ein bisschen aus. Vielleicht nehme ich auch nochmal ein anderes. Ich hatte jetzt nochmal 4 durchprobiert, bis ich eins gefunden habe. Also 2 von denen, die angeblich für die 1.17 waren, waren wirklich für die 1.17 und hatten alle Items drin. Die anderen beiden nicht. Und genau, das eine, was ging, gefiel mir so gar nicht. Und das hier gefiel mir eigentlich ganz gut. BB. Ja, und ich würde sagen, da ist uns letztes Mal ein kleines Feuerzeug ausgerutscht. Eine Welt in Flammen. Ich mag das Knistern, aber ich muss die Box mal ein bisschen leiser machen. BB Champ. Ja, wir haben letztes Mal ja die Waldmansion geraidet und anschließend angezündet. Da war eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, es muss brennen. Und dann brannte es. Genau, die Stimme gehörte dem Lukas. Sie brennen auch noch nicht ganz, ist aber auch nicht schlimm. Ein bisschen Zeit werden wir hier in der Gegend noch verbringen, weil wir müssen unsere Elytra ein bisschen hochpatchen. Und das gefällt mir nicht so, glaube ich. Ich mag dieses Durchsichtige nicht so gerne. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, wir müssen nämlich unsere Elytra ein bisschen reparieren. Und wir gucken mal einmal. Ganz vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen Weizen sammeln. Wir haben keins mehr, oder? Nee, Karotten wollte der andere. War das noch nicht fertig? Das sieht so goldbraun aus. Was haben wir denn mit dem anderen Weizen gemacht? Habe ich das alles weggeschmissen? Und irgendwo doch noch einen Haufen, da haben wir noch einen Haufen Weizen. Das siehst du mal. Oha. Ja, da mache ich mich schon mal, dann bereite ich mich nachher vielleicht mal drauf vor, dass ich schon mal verschiedene Essensauswahl da habe. Wobei ich glaube, egal wie viel ich vorbereite, es wird nicht reichen. Ihr könnt euch ja immer irgendwas aussuchen, was ich noch nicht habe. Warte, wir nehmen ja nicht das Schwert in die Hand, wenn wir das machen. Wir wollen nämlich deine Erfahrungspunkte. Für die Elytra. Das war jetzt nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Wir gucken mal einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tiere da alle abgeschlachtet habe oder ob davon noch was lebt. Oh, und da ist auch ein Trader. Der gibt auch Erfahrungspunkte, habe ich gehört. So. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr sammeln. Ich weiß nicht, ich hätte sie gern so bis zur Hälfte voll und ich glaube, dann können wir aber schon los und töten einfach unterwegs immer wieder was. Und die Rückreise sollte einen Tick schneller gehen, weil wir diagonal fliegen können. Zu menschlich, sagst du? Oh, guck mal. Erfahrungspunkte auf 4 Beinen. Oh, ich liebe es, die zu one-hitten. Satisfying. Ja, 2500 dafür. So, und das Leder nehmen wir mit. Das können wir nochmal vertraden. Oh, es ist jetzt nicht so prickelnd, aber wir nehmen das mal. Was ist das denn? Eine Karte. Nametag Eisen. Ich bin wirklich nicht zufrieden mit dem. Aber wir gucken mal. So, wir müssen mal gucken, welches die Karte ist, die wir jetzt als erstes brauchen.
Das müsste ja die mit der höchsten Nummer sein. Da war eine 184. Die hier brauchen wir als erstes. Dann brauchen wir die hier. Dann brauchen wir die hier. Ne, gar nicht. 74, 79. 69. 64. 159. Okay. Und das sind die ganz alten Karten. Die Äpfel sehen auch merkwürdig klein aus. Achso, jetzt sind wir hier full oder was? Das ist nicht so schön. Das können wir hier lassen und eigentlich hätte ich das gerne außer Hand. Komm, das Brot brauchen wir auch nicht. Ach, haben wir noch mehr Raketen? Ja, wir haben noch mehr, okay. Das ist gut. Wobei wir auch knapp anhatten. Es wird knapp auf dem Rückweg. Es wird eng. Aber ich glaube an uns. So, und wir fliegen jetzt erstmal ziemlich straight diagonal in der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder auf dieser Karte auftauchen. Ich glaube, wir haben gleich einen großen Ozean vor uns. Über den müssen wir auf jeden Fall rüber. Dahinter können wir dann wieder auf dem Land auch laufen und Zombies schnetzeln und so weiter für ein paar Erfahrungspunkte. Und ich muss den Timer gleich nochmal aufsetzen, dass er auf einer Viertelstunde ist. Das Ding ist, ich kann so überhaupt fliegen mal ein bisschen mehr so. Ich habe nicht Angst, dass wir unten links unter der Karte durchfliegen. Dann haben wir ein Problem. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Ja, deswegen ist Sparen immer so eine Sache. Also ich habe nicht vor aufzuhören zu streamen. Daher da keine Sorge. Aber ich glaube, ich würde sie auch eher ausgeben und nutzen. Ich würde halt höchstens auf das teuerste sparen, was die Person hat. Vielleicht was in Reserve behalten, falls mal neue Items dazukommen, die man unbedingt haben möchte. So, und ich glaube, wir machen mal eine kleine Zwischenlandung. Ey, ich hab die doch getroffen. Und nutzen hier die Nacht und Wüste, um mal ein paar Erfahrungspunkte einzuheimsen hier. Der hat ein geiles Gesicht. Oh, der Creeper ist ja eklig. Hast du schon mal ins Spiel geguckt? I'm sorry, aber... Problem ist nur so ein bisschen, wenn wir Damage kriegen, kriegt ja auch unsere Rüstung Schaden. Und, die muss dann auch wieder repariert werden mit XP. Was war süß, das Skelett? Oder der Creeper? Creeper fand ich eklig. Konnte ich mir jetzt nicht so genau angucken. Aber der sah irgendwie eklig aus. Ich weiß nicht warum. Ja, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ist ja auch in Ordnung so. Ich will lieber einen Tick zu weit nach oben und dann hoffe ich, dass irgendwann unser Punkt bei der Karte auftaucht. Und wir sehen können, dass wir da in der Nähe sind. Dann können wir rüber auf die Karte fliegen und dann auf den anderen Karten wieder hoch. Ja, es gibt hier ein paar Sachen, die weird aussehen. Ich will mal einmal unsere Stadt in einem anderen Texturenpaket sehen. Es ist auch allgemein sehr, sehr dunkel gehalten, das Texturenpaket. Und auch so das Nametag zum Beispiel. Also manche Sachen sind mir ein bisschen zu detailliert irgendwie. Haben wir aber noch ein bisschen hier. Was bist du denn? Bist du ein Zombie? Lull. Sieht auch ganz anders aus. Der Narben? Ist
irgendwie cute, hast du schon recht. Aber gleichzeitig auch eklig. Wo kamen denn die beiden Zombies auf einmal her? Die machen uns wenigstens keinen Schaden. Und hier ist eine unsichtbare Spinne, oder? Nee, sie ist sichtbar. Oh, gut, dass wir eine Elytra haben. Also, ich wäre durch den Fallschaden jetzt nicht gestorben. Aber... kurzen Schreck gehabt. Sah aus wie ein Panda. Nee, das fand ich nicht. Ich fand, der sah aus wie ein Mensch ohne Mund. Ja, voll. Die Werkzeuge haben sie auch gut hingekriegt. Und auch so viele von den Blöcken... Aua. Viele von den Blöcken finde ich sehr, sehr schön. Aber es ist halt, also gut, jetzt sieht man es nicht ganz so doll, weil es Nacht ist, aber es ist alles sehr dunkel gehalten. Von den Farben her. Also auch so im Inventar und so. Ne, wenn das da weiß ist. Auch die Knochen. Die Kühe habe ich jetzt gar nicht so genau angeguckt, tatsächlich. Ich versuche mal ein bisschen effektiv mit den Raketen hier umzugehen. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ganz gerade nach oben mit den Raketen, bis sie keinen Boost mehr geben und dann runterziehen. Oder so kurz vorher abdriften, dass man auch was von dem Tempo mit nach oben nimmt. Ich glaube tatsächlich ganz gerade nach oben und dann runter ist mit die beste Variante. Ist so null dein Geschmack? Ja, mein trifft es auch nicht hundertprozentig aus. War das von denen, die gingen, was dem noch am nächsten kam. Ich werde auf jeden Fall weiter die Augen offen halten und wir gucken uns gleich mal die Stadt an und vielleicht machen wir es dann auch erstmal wieder aus. Das weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, wie es da aussieht und ob ich das ertragen kann oder nicht. Wir haben ja auch noch einiges an Strecke vor uns. Beine so ganz leicht wackeln, hat man genau den richtigen Sweet Spot. Wo man nicht langsam, aber auch nicht wirklich schneller wird. Ja. Nicht schlecht, Gökay. Sind schon eine Weile dabei jetzt hier. Ist für mich auch schon fast zu einer Routine geworden, das einzuplanen und so. Ist jetzt immer neu mit dem, dass ich sonntags den Plan für die Woche mache. Aber hat mir diese Woche eigentlich ganz gut gefallen. Nee, es ist ja auch nicht die Zeit, die du mir zugeguckt hast, sondern es ist die Zeit, die du, seitdem du, oder wann du den Follow dagelassen hast. Lustig. Bis auf die 6 Tage bei Champs, ist ein Monat eine Woche, ein Monat ein Tag, ein Monat 6 Tage. Wobei, morgen wäre es dann eine Woche, aber dann ist es bei Lukas 2 Tage. Jetzt hättet ihr lauter Einsen drinne gehabt. Muss aber auch ab und zu mal hier auf die Karte gucken. Um abzuchecken, ob es da. Oder ist ein Pillager Outpost. Wollen wir den mal fix mitnehmen? Gibt uns bestimmt ein paar Erfahrungspunkte hier. Ich bin überfordert. Was sind das für Items? Da ist Eisen. Brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir auch nicht. Schon mitbekommen, dass ich hier drin bin, oder?
Oh je, aber ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung wir müssen. Das ist Süden, dann müssen wir nach Nordwesten dort. Haben wir noch ein paar Erfahrungspunkte eingeheimst und mal durchgeguckt, was da so ist. Nichts besonders Spannendes leider. Tatsächlich beim Bauen liegt mir auch eher der. Ups, das wollte ich nicht. Eher der Medieval-Stil, also so mittelalterlich. Aber ist es wichtig, Anton? Dann gehe ich ran. Ja, warte, mute ich mich kurz hier. So, sorry für die Unterbrechung. Hätte ich aber auch denken können, Anton, dass ich, wenn ich jetzt Minecraft spiele, dass ich dann keine Zeit habe, bis er jetzt noch rumkommt. nicht, dass ich wüsste, aber wir sind ja am Anfang straight up nach Süden geflogen und dann straight up nach Osten. Und ich fliege jetzt ja nach Nordwesten. Also ich fliege die Diagonale zurück von dem, was wir hergeflogen sind, in der Hoffnung, dass die Elytra das mitmacht und dass die Raketen ausreichen und wir nicht ganz so lange brauchen. Also ne, jetzt verändern sich hier beide Koordinaten gleichmäßig. Wann habe ich das denn geschrieben? Die meinten, dass ich gesagt habe, dass ich ab 22 Uhr Zeit habe. Aber es muss ja schon fast eine Woche her sein, oder so, dass ich das gesagt habe. Da verändert sich Planung, ihr Lieben. I'm sorry. Jetzt fühle ich mich fast doof. Ich muss mal einmal nachgucken, weil ich das geschrieben habe. Wo ist denn unsere Gruppe da? Hinten irgendwann haben wir das geschrieben. Ja, okay. Naja, nachfragen könnt ihr ja mal. Schade ja nicht. Aber hättest auch einfach hier im Chat fragen können, Anton. Das wäre fixer gegangen. So schlimm. Ich finde tatsächlich die Werkzeuge deutlich geiler. Und ich mag auch so allgemein das bisschen schärfere von den ganzen Sandtexturen und so. Ich finde es halt schade, dass es so dunkel ist. Ich hätte das halt gerne alles nur einen Tick heller. Ich glaube, dann würde mir das sogar ziemlich gut gefallen. Gut, das mit dem, dass hier hinter es durchsichtig ist, ist eine andere Sache. Mal gucken. Ich entscheide das dann da, wenn wir in der Stadt sind. Wie hieß unsere Stadt nochmal? Wir hatten irgendeinen Namen für die. Civitas Cavorum. Die Stadt der Höhlen oder sowas. Oder so ähnlich. Ein bisschen abgewandelt. Ding ist, ich weiß überhaupt nicht, auf welcher Höhe diese Karte war, wann die angefangen hat. Aber früher oder später muss irgendwann ein Punkt kommen. Das wird schon hinhauen. Ich glaube, sonst habe ich irgendwo auch noch die Koordinaten von der Stadt. Den Stadtnamen wirst du dir nie merken. Ah, das ist in Ordnung. Na, habt ihr hier noch ein paar Kühe?
Lull, ich muss sogar nicht mal springen, um die zu one-shotten. Ich kann einfach so zuhauen. Ne, mit dem Eisengolem lege ich mich jetzt nicht an. Der macht unserer Rüstung nur mehr Schaden, als wir uns hochheilen. Ja, ist die beste Methode, um zu landen mit den Elytren. Ja, ich kann mich drei Blöcke hochbauen, aber weiß ich nicht. Das ist dann der Aufwand auch schon wieder fast nicht wert, glaube ich. Will einfach möglichst zügig zurückkommen. Bock heute noch was anderes zu machen, als hier nur rumzufliegen. Wir kommen auf jeden Fall immer mehr in die Nähe. Es kann halt auch theoretisch sein, wenn wir ganz tolle Pech haben, dass wir auf einer der anderen Karten irgendwann als Punkt zu sehen sind. Weil wir so weit hochfliegen. Müssen wir mal ab und zu durchchecken hier. Aber eigentlich schlagen wir uns, glaube ich, gar nicht gut, wenn wir. Gar nicht schlecht, wenn wir einfach immer so schräg fliegen und ein bisschen mehr nach Norden, als wir nach Westen fliegen. Muss auch gar nicht viel sein. Wir sind tatsächlich sehr weit Richtung Süden und nur ein bisschen nach Osten geflogen auf dem Hinweg. Ich habe immer irgendwo Eckkoordinaten merken sollen. Ich dachte halt, dass wir das auf der Karte haben. Ich konnte ja nicht rechnen, dass das ganze Ding irgendwie 30.000 Blöcke weg ist. Ich finde, der Elytra-Fliegen macht so Spaß. Wir brauchen irgendwann eigentlich auch nochmal einen Hindernisparcours. Ich gleite so gerne mit der. Okay, über das Meer sollten wir es auf jeden Fall noch schaffen. Vielleicht kommen wir sogar fast bis nach Hause damit. Ist gut, dass wir das Unbreaking 3 da drauf gekriegt haben. Das wäre sonst ziemlich fatal gewesen. Ich glaube, ich wäre so oder so damit auf Erkundungstour gegangen. Weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass es so krass ist von der Distanz. Ich dachte, wir haben eine Karte, die zeigt uns die nächste an. Dann kann das ja nicht so weit sein. Falsch gedacht. Ich glaube, man kommt tatsächlich deutlich weiter, wenn man schneller ist. Also diesen Sweet Spot finden, wo man nicht langsamer und schneller wird, wenn man ein hohes Tempo hat. Also es ist wahrscheinlich... Oh. Wahrscheinlich besser... Jetzt nochmal so, 45 Grad Winkel in der Rakete zu nehmen. So, und jetzt so. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ist doch schön hier. Hoch über den Wolken. Ich hab beide Hände frei, winke, winke. Oh, krass, Gökay, du hast fast die 100 Stunden voll. Crazy. Haben wir bestimmt bald die 300 Stunden im Stream voll. Ich muss unbedingt rausfinden, wo ich das bei YouTube gesehen hatte. Irgendwo konnte ich das sehen. Nehmen wir mal Road to 1000, sonst bist du ja fast fertig. Nicht, dass du gehst. Ja, wobei, nach jeder Road kommt die nächste, ne? Wenn man die eine fertig macht, man die nächste. Und ich habe heute gar nichts zu knabbern, das ist ungewohnt. Eigentlich immer, wenn ich Minecraft spiele, habe ich irgendwas zu knabbern nebenbei. Gerade für hier wäre es jetzt praktisch. Ah, aber da, guck mal, das kommt mir schon wieder so halb bekannt vor, wobei wir sind auch über so viele Biome geflogen. Aber guck mal, wir sind... Das erste ist die X-Koordinate. In welche Richtung ist die X-Koordinate? Ich kann mir immer nicht merken, welche Farbe es ist. Ah ne, das erste ist hier lang. Guten Abend, Lofia, na?
Schön, dass du wieder da bist. Das ist also eher so deine Zeit, 20, 21 Uhr. Und dann bin ich mit 23, 24 Uhr Minecraft immer genau zu spät. Ich finde diese tropischen Seen sehen so nice aus. Ich mag diese Farbenpracht. Okay, so langsam kriege ich ein kleines bisschen Sorge. Ja, das habe ich zum Glück gestern schon gemacht. Ja, alles gut. Wir haben erst ein bisschen Rocket League gespielt, dann noch ein bisschen Apex Legends, wobei da am Anfang auch der Stream die ganze Zeit geleckt hat, bis wir dann im Arena-Modus waren. Und jetzt streame ich seit einer halben Stunde. Halbe Stunde fliegen wir hier schon. Na gut, ich habe am Anfang auch noch gelabert und so. Und sind auf dem Weg zurück nach Hause, nachdem wir eine Woodland Mansion gemacht haben letztes Mal. Haben sie dann irgendwann noch gefunden. Dann haben wir sie geradet und dann haben wir sie abgefackelt. Ich möchte auch nochmal einen Blick drauf werfen, bevor wir weggeflogen sind. Naja. Jetzt versuche ich irgendwie einen Weg zurück zur Karte zu finden. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir den Punkt verpasst haben. Weil jetzt beide Koordinaten sich. Also die eine ist jetzt schon im Minusbereich. Autsch. Soll ich vielleicht mal einmal nachgucken, ob ich irgendwo einen Screenshot von Koordinaten aus meinem Dorf habe? Ich habe bestimmt einen. Ich check das mal kurz, bevor wir uns hier komplett verirren. Das hatte ich tatsächlich schon einmal in der Minecraft-Welt, dass ich mich so sehr verlaufen habe und nicht mehr wusste, wo mein Haus ist, dass ich irgendwann resigniert aufgegeben habe und Neues gebaut habe. Und neu angefangen habe in der Welt. Und ich bin später irgendwann beim Erkunden über meine alte drüber gedüst. Ja, so sieht's aus. Nochmal zurück zur Woodland Mansion, dann bin ich komplett lost. So, lass mich mal hier einmal gucken. Was haben wir denn hier für Screenshots? Das ist noch alles Serverwelt. Da habe ich irgendwas gescreenshottet. Das ist in einem meiner Ge Nee, das ist mit einem Kaktus und einer Truhe. Haben wir irgendwo so ein Gebäude stehen? Ich glaube, das ist aus einem Dorf. Was haben wir hier? Ah, hier habe ich unten aus unserer Mine. Minus 127, minus 500. Minus 125, minus 500. Da müssen wir, glaube ich, noch deutlich weiter in diese Richtung hier. Autsch, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Und tschüss, Spinni. Oh, true. Guter Hinweis nochmal, Timmy. Also Alerts für Subs und so weiter gibt es. Aber die Anzeige unten, die muss ich nochmal umstellen. Ich habe auch das andere, den anderen Kram dafür da. Nicht gut. Oh, Lukas. So, wir gucken hier nochmal. Wir sind in die eine Richtung schon viel zu weit. Das hätte ich echt nicht gedacht. So ein bisschen zurück. Waren wir so viel schneller als auf dem Hinweg? Der Hinweg kam mir so ewig lange vor. Na gut, wir sind diagonal geflogen. Das ist halt auch einfach im Zweifelsfall doppelt so schnell. Ja gut, Gas gibt's hier nicht. Nice try. Oh, und der Wassermonument. Wir sind in der Nähe von zu Hause, ich fühl's schon. Muss mal gucken, ich glaube, ich habe noch keinen Namen ausgeschnitten für letzter Sub. So wie ich das bei letzter Follow habe. Richte ich auf jeden Fall nochmal ein. Gucken wir mal, wer schneller ist. Ich oder Lida. Bist du mit ihr noch am Quatschen, Timmy? Oder seid ihr noch am Quatschen mit Lila?
Es dauert so lange, es dauert. Lustig, ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast. Wir waren gestern nochmal einmal in der Bücherei und haben uns die Zitate angeguckt. Ich hatte geguckt, überlegt, ob es noch irgendeinen neuen Spruch gibt, der hier oft gefallen ist. Aber mir ist auch ad hoc keiner eingefallen. So, und ich lasse das hier mal ein bisschen offen. Ah, wobei, ich lasse es mal nicht offen. Vielleicht erkennen wir unsere Gegend ja auch so. Hust. Hey, oh. Vielleicht müssen wir gleich nochmal zwischenlanden. Ich hätte eigentlich gehofft, wir schaffen es zurück. Ah, knapp 900 Blöcke noch. I don't know. Ich weiß auch immer nicht, ob es sich schneller verbraucht, wenn man schneller fliegt. Und so solche Sachen. Also unsere Raketen reichen auf jeden Fall. Das wissen wir. Ich glaube, die Lytra verbraucht sich pro Zeit. So, jetzt habe ich erstmal einen schönen Screenshot gemacht. Oh, guckt mal. Da ist was ausgeleuchtet. Nice. Da sind wir auch schon wieder. Oh, das ging schneller, als ich dachte, tatsächlich. Mir gefällt das Texture Pack überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn man mit dem baut, kann man nice Gebäude machen. Aber so wie das jetzt hier aussieht, das hier finde ich noch ganz nice. Aber unser Boden sieht kacke aus. Nee, irgendwie alles zu kriselig und wuselig. Karten sehen sehr defaultmäßig aus. Guck mal, die passen von den Farben überhaupt nicht hier rein. Hier ist alles so dunkel und grau. Und da ist so. Bäm! Kuppel ist auch super dunkel. Wie ähnlich sich das Glas ist. Nee, bin ich nicht happy mit. Bin ich nicht happy mit. So, das ändern wir mal einmal fix hier wieder. Schöner. Dass ich das mal habe, dass ich von einem Texturenpaket runterwechsle und es als schöner empfinde. Strange. Das ganz alte Vanilla. Ach, ich weiß nicht, ob es das für die 1.17 schon gibt. Das ist halt das Ding. Ich will keine Texturenpakete, wo manche Items dann Default-Texturen haben. Ich habe auch schon rumprobiert, mit zwei, die mir ganz gut gefielen, zusammen zu mixen und so. Um irgendwie alle Items hier reinzukriegen, aber. Ganz ehrlich, nichts davon sah so richtig gut aus. Also ihr könnt gerne mal gucken, wenn ihr welche findet, die gut aussehen und für die 1.17 geeignet sind, dann immer her damit. Problem ist nur, viele von denen, die behaupten, sie seien für die 1.17, sind es gar nicht. Da steht dann in den Text 1.17 und. Dankeschön. 40 hast du jetzt schon, not bad. Das dürft ihr nicht Namida erzählen. Die schimpft dann wieder. Zu Recht. Wie ist der gespawnt? Hier ist der gespawnt. Wir haben hier eine ganze Reihe Quarzblöcke vergessen. Also Quarzslabs. Haben wir noch welche? Können wir das kurz fixen? Ja, wir haben hier noch welche. Okay, wenn ich da jetzt nochmal so reinfliege wie eben, dann gehe ich drauf. Einen Moment. Hieronymo! Ernsthaft? Ja, ich bewege mich manchmal sofort, wenn ich zu faul bin, mich irgendwo hochzubauen. Das macht irgendwie Spaß. Ich weiß gar nicht warum. So,
das können wir vergessen. Wir können aber mal hinten bei der großen. Okay, nicht identisch. Wir sind nur sehr, sehr gerade geflogen. Nee, ich sterb dabei nicht. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Schaden zu kriegen mit der Elytra. So, wir können eine weitere Karte da unten dranhängen. Exakt eine von den ganzen, die wir gemacht haben. Welche ist es denn dann mit der niedrigsten Nummer, oder? Aber keine von den beiden. Die hier müsste es sein. Wow. Den ganzen Rest können wir wegschmeißen. Na, den haben wir lange nicht erhöht, den Counter. Finde ich auch gut so. So, ich schmeiß die anderen Karten hier mal weg. Die werden wir nicht mehr brauchen und sie verwirren nur. Das sind die Kopien von den Karten, die wir haben. Die will ich auch aufheben. Bye bye. Achso. Die hier müssen wir noch loswerden. Tschüssikowski. Ich mag das. Muss man sich keine Sorgen machen, dass man da aus Versehen wieder durchläuft. Ja, oder? Ich finde den auch ganz nice. Hab so ein Video geguckt mit, weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber irgendwie so 25 Bauideen oder kleine Redstone Contraptions, die man auf jeden Fall haben sollte oder so, und da war das mit drinne. Ist als Toilette gedacht und eigentlich andersrum. Also man macht es erhöht mit einer Treppe. Die Treppe geht dann so. Dann hat man hier das Stück mit Wasser und dann kann man einen Knopf drauf machen als Spülung. Wenn man den drückt, geht es auf. Und ich habe das Ganze halt einfach mit invertiert, sodass es zugeht, wenn wir auf die Platte gehen. So, den Rest können wir hier wegräumen. Dann müssen wir auch die Loot-Säckchen hier noch leer machen, die da noch alle drin sind. Oh Gott, wir haben so viel Kram mitgenommen. So viel Kram. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt 3 Totems auf Undying. Das finde ich sehr schön. Ah, die müssen wir gar nicht aufbauen. Wir haben hier, ja. Oh, habe ich die Slow Falling mitgenommen? Oder habe ich die da irgendwo gefunden? Weiß ich schon gar nicht mehr. Der ganze Krempel kann hier mal weg. Ich packe das Essen auch mal kurz weg, einfach damit wir das Inventar frei haben. Oh ja, da fragt mal Timmy, da kann der ein Lied von singen. Ich habe es irgendwann akzeptiert und einfach ihm immer Kisten hingestellt, wo er seinen Kram reinschmeißen kann. Und dann habe ich das immer fein säuberlich wegsortiert. Mich nervt das einfach, wenn ich ein Bauprojekt mache und dann nicht weiß, wo meine Materialien sind. Oder ich weiß, wo ein Teil ist und dann gehe ich farmen, weil ich denke, es ist alle, und dann finde ich irgendwo anders später doch nochmal mehr, weil ich da noch einen ganzen Haufen hatte und so. Das macht mich wahnsinnig. Da sortiere ich hier lieber zwischendurch. Ich sortiere auch gerne sowas, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch die andere Seite. Bin gerne so ein Friemelkopf, was sowas hier angeht. So, die Woodland-Karte können wir erstmal da vorne lassen. Das hier entzaubern wir mal und können wir einschmelzen. Nee, da. Das sind nämlich meine Treasure Maps. Ja, sehr schön. So. Wir haben noch eine Spitzhacke, die wir wieder mitnehmen müssen. Was machen wir mit dieser Eisenaxt hier? Wo kommt die her? Ah, das war bestimmt eine Waffe von einem der Dudes. Daher stammt die bestimmt. Die können wir eigentlich auch mal wegschmeißen. Hier, was haben wir hier noch alles drin? Da ist auch noch die andere Spitzhacke. Da ist noch unsere Rüstung. Die kann aber auch drinnen bleiben. Oder hätten wir noch mehr Getreide gehabt für den Villager? Naja.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir das doch im Reisesäckchen haben, haben wir auch noch. Wir kriegen hier aber nicht mehr alle Banner davon unter, oder? Naja, egal. Das gehört noch zu Reisen. Haben wir dafür schon Platz? Ich glaube, wir packen die einfach mal hier mit rein, ist ja auch ein Leuchtmittel. Ein Bild von deinen Truhen? Nee, mach mal. Please nicht. No offense, aber unaufgeräumte Truhen machen mich kirre in Minecraft. Ich weiß noch, wie wahnsinnig mich das hier gemacht hat. Als wir die Welt angefangen haben, war ja nicht das erste, was ich gebaut habe, ein Lager wie sonst. Sondern das erste war das Haus. Und da hatten wir dann so viele Doppeltruhen mit so viel Kram und Krempel und achso, Zimmer? Nee, im Real Life bin ich da ganz anders. Ich zeig euch safe kein Foto. Das ist Katastrophe hier. So, das Gold ist ganz schön. Wir könnten eigentlich nochmal auf Jagd gehen, einfach nach den Portalen. Das ist eine gute Goldquelle. Das ganze Weizen können wir eigentlich nicht unbedingt gebrauchen. Wir beschweren uns aber auch mal nicht. Leder nehmen wir immer. Und dann haben wir auch gleich schon alles weggeräumt. Wenn ich im echten Leben nur halb so sortiert wäre wie in Minecraft, das wäre so ein huge Gewinn. Teilen die einfach gut ein, trinke nicht auf einmal. Oder du nimmst dir zwei leere Dosen und füllst ihn auf drei Dosen auf. Dann kannst du drei Dosen trinken, aber du trinkst nur eine, you know? Warum wollte ich hier rüber? Ich wollte den Helm nicht wegschmeißen. Gesundheit! Hero Brian. Lull. Ganz vergessen, dass wir ihn so genannt haben. So, wir können hier einmal noch den Erkundungskram reinschmeißen. Den Trank können wir noch wegräumen. Und wir brauchen mehr Dings. Ja, so trinke ich Energies halt auch immer und dann hat man Bock auf den nächsten. Und so geht das dann los und hört dann nie wieder auf. Ich weiß, dass das absolute Kohleverschwendung ist, was ich hier mache. Live with it. So. Wir schnappen uns hier nochmal ein paar Fackeln. Das ist ja magere Ausbeute. Wie sieht denn das bei Kohle aus? Ups. Einzige Möglichkeit, Kohle zu farmen, ist auch mit Dings, ne? Ist mit Wither-Skeletten. Und eine Wither-Skeletten-Farm ist die Hölle. Und ich sehe da unten einen leuchtenden Squid, den brauchen wir. Ist geil, mit der Elytra so in den Sturzflug zu gehen und einfach einzutauchen. Mehr? Das ist nur normaler. Okay, ich glaube, wenn wir so aktiven Kohlemangel haben, dann weiß ich schon, was wir jetzt nächstes machen. Keine Sorge, es ist keine Höhlentour. Ja, die 250 Milliliter Dinge hat man so schnell ausgetrunken. Ich meine, früher bei uns während der Ausbildung in der Schule gab es am Kiosk Energy Drinks. Red Bull, die kleinen, aber zu Preisen fast wie im Supermarkt. Ich habe mir jeden Morgen zwei Dosen da geholt. Das hat sich immer nicht mehr gesund angefühlt. Also ich habe halt actually so Schmerzen in der Brust bekommen. Wenn ich den getrunken habe, den zweiten. Und dann habe ich aufgehört. Und seitdem auch. Aber ich hatte dann nochmal eine Phase irgendwann, wo ich wieder mehr getrunken habe. Aber dann irgendwann habe ich so gut wie gar keinen mehr getrunken. Jetzt trinke ich so alle paar Monate mal ein. Eher so ein, zwei im Jahr. Die großen bekommst du nicht leer, meinst du? Die halben Liter. Ich
mag die lieber tatsächlich. Also oft trinke ich auch den letzten Schluck daraus nicht mehr. Aber ja, ist ein bisschen tagesformabhängig. Ich habe mir aber auch sowohl bei Kaffee als auch bei Energy versucht anzugewöhnen, es nicht so in einem runterzukippen, weil dann kriegt man so irgendwann voll den Motivationsschub und der lässt dann wieder nach. Sondern lieber so alle Viertelstunde oder alle 10 Minuten ein Schlückchen. Dann hat man nicht plötzlich so einen Moment und danach so ein absolutes Tief. So, es ist ein bisschen dezenter alles. So, du gibst mir da mal ein paar Erfahrungspunkte hier. Sehr schön. Und dann gibst du mir auch noch mal ein paar Glasscheiben. Sehr schön. Nicht Glasscheiben, Gläser meine ich natürlich. Aber diese machen wir jetzt zu Glasscheiben. Und dann plötzlich noch mal rüber. Für den haben wir auch noch keinen Namen. Ich brauche Namen von euch, Leute. Seid ihr genauso unkreativ wie ich? Das ist ärgerlich. Wir brauchen für den Villager hier noch einen Namen. Wir brauchen für den Villager da oben noch einen Namen. Und zwei Katzen brauchen auch noch einen Namen. Das ist echt eine wunderbare Handelskette hier. Mit den Glasscheiben da vorne. Mi6. So heißt unser Bot auf Discord schon. Achso, ja. Was ist mit dem? War das dein Namensvorschlag? Weil den haben wir ja schon. Und ich fand es ganz nett, dass der Bot von sich aus Mi6 heißt. Und das ist ja aus Rick and Morty, die Mi6 Box. Nee, ich glaube, es reicht mir, dass wir den Bot auf dem Discord haben, der so heißt. Rick? Nennen wir die beiden Rick and Morty? Das könnten wir machen. Der Gedanke gefällt mir. Da bin ich sofort dabei. Huch! Manchmal schafft man so Supersprünge mit der Elytra. Ich nenne sie immer Supersprünge. Aber wo man halt so klein springt und dann mit mehr Boost rauskommt. Ich habe das nie reproduzieren können. Ey, ich wollte nur eins rausnehmen. Ich habe Rechtsklick gemacht. Naja, kostet dasselbe. Jetzt stammt Morty von Rick ab. Das ist ja irgendwo auch, im Lore vom Ganzen. So, welcher von beiden ist Rick? Welcher ist Morty? Rick ist der, der hier im guten Haus wohnt und sich gut gehen lässt und schläft. Und Morty ist der, der oben steht und Ausguck halten muss. Klingt doch plausibel. Und den ganzen Kram von Rick mit rumschleppt. So, sehr gut. Okay, was bauen wir heute? Wir bauen heute die Lava-Farm. Das mit der Kohle nervt mich ganz schön. Und für Fackeln reicht es vielleicht noch. Aber mit den Öfen wird es schwer, auch wenn wir nicht so viel in den Öfen machen. Aber hin und wieder ja doch mal. Und dafür brauchen wir jetzt mal eine vernünftige Lava-Farm. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich das Ganze bauen möchte. Ich würde nämlich hier oben gerne irgendwo einen Raum ausheben. Vielleicht auch schon näher an uns dran. Was ist das hier? Ah, das ist der Gang zum Forst. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht genau, wie dick der Berg hier ist. Weil er ist schon massiv, oder? Ja, wir müssten eigentlich hier in der Zwischenebene ganz gut. Dürfen nur nicht zu niedrig werden. Ein Harry Potter. Binnen nennen wir einen Harry und bin anders Potter, so wie wir das hier mit Mortimer Feuchert getan haben. So, und wenn wir hier sind, dann sind wir nämlich ungefähr über dem anderen Bereich da drüben. Das heißt, ich würde hier fast schon den Bereich ausheben. Ich weiß nur noch nicht genau, wie wir das machen wollen mit der Lava-Farm, dass das am Ende auch nicht absolut kacke aussieht. Weil wir brauchen oben drüber Lava. Die Frage ist, ob wir wollen, dass man die Lava sieht. Und wir müssen vielleicht was ausprobieren. Ich will eine Sache ausprobieren und ich will ein bisschen mit dem Design spielen. Dafür hüpfen wir mal in die Creative Welt.
Okay, schubst du mich einfach? Ja. So, wir können hier einmal leer machen. Und dann, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Lava. Wir brauchen Dripstones. Wir brauchen Cauldrons. Und wir brauchen Baublöcke. Nehmen wir mal erstmal Cobblestone. So, das erste, was mich nämlich interessiert, ist, ob die Höhe, in der der Dripstone sich da drüber befindet, eine Rolle spielt. Dann machen wir jetzt hier ganz wissenschaftlich eine kleine Testreihe, vielleicht sogar noch mehr. Weil am coolsten fände ich es, glaube ich, wenn wir eine Höhle machen, unten die Cauldrons in den Boden versenken und die Dripstones oben in die Decke hängen. Ich weiß aber nicht, ob das geht, so rein logistisch. Oder ob sie halt direkt da drüber sein müssen. Ja, das geht auf jeden Fall nicht hier. Warum tropft da jetzt Wasser runter? Das wollen wir nicht. Kann man darüber Wasser sammeln? Das probieren wir auch gleich nochmal aus. Kann man so Wasser sammeln? Lull. Irgendwie tropft da jetzt aber kein Wasser runter, oder? Oder das passiert zu so selten? Ist vielleicht nur eine Animation? Was habe ich letztes Mal geschlachtet? Irgendwas habe ich hier kaputt gehauen, als ich das Texturenpaket ausprobiert habe. Ich glaube, es waren keine Dorfbewohner. Ich kann es aber auch nicht beschwören. Ich hätte jetzt gesagt Eisengolem. Glaube schon. Ja, ein Eisengolem. Das war eigentlich ganz geil, die Textur hat sich. Also tut sie bei denen, glaube ich, auch. Bei denen hier. Gibt es hier noch einen? Nee. Die Textur verändert sich, je nachdem, wie kaputt er ist. Und erst fand ich die Textur ziemlich langweilig von denen in dem Pack, aber dann am Ende gefiel sie mir doch eigentlich ganz gut. Ja, wie die Lava sich nicht. Ah, doch, sie breitet sich aus, ist nur so langsam. So, sollte aber passen. Sicherheitshalber machen wir hier nochmal zu. Fuck. Das war voreilig hier. Hallo. Twitch Dog. Doggo? Warst du vorher Doggo? Ich möchte rausfinden, ob bei jeder Höhe sich die Cauldrons mit Lava füllen. Weil wir gleich eine Lava-Farm bauen wollen. Und hier versuche ich rauszufinden, ob sich das mit Wasser füllt. Weil da manchmal Wasser runtertropft. Also gut, nur eine endliche Wasserquelle ist nicht so spannend, aber es tropft auf jeden Fall überall runter. Ich weiß halt nicht, ob der Tropfen quasi zählt oder ob das das Konstrukt ist, was man braucht, damit es sich mit Lava füllt. Und ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Aber was mir eigentlich vorschwebt, wenn das klappt, dass es hier auch bei den hohen Höhen läuft, war zu sagen, wenn wir eine Höhle haben, wir machen in einem gewissen Bereich Cauldrons in den Boden. Vielleicht so 3x3. Nochmal 3x3. Dazwischen kommen dann Wege, durch die man durchlaufen kann. Wir brauchen irgendwas, damit wir da nicht aus Versehen reinlaufen, weil das macht uns auch Schaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ja, ich war mir erst nicht sicher, manchmal haben Leute ja auch sehr ähnliche Namen. Aber es wirkte dann doch so, als wärst du es wieder. So, ich glaube, so groß in etwa könnte ich mir das gut vorstellen. Drei breit und dann Slabs. Ich glaube, ich würde es tatsächlich versuchen, möglichst kompakt zu halten. Weil wir haben nicht unendlich Platz in dem Berg. Ah, und guck mal.
Krass, dann füllen die sich aber auch unterschiedlich schnell. Crazy. Ob die einfach eine gewisse Chance haben, sich zu füllen? Aber es scheint egal zu sein, wie weit es geht. Können hier natürlich testweise nochmal. So machen. Wir da drüben jetzt eh noch am rumprobieren sind. Da hängt das dran. Dann müssen wir hier dicht machen. Da nicht. Okay, wir müssen die doch wieder weghauen. Ich dachte, ich bin smart und wenn ich so rumbaue, müssen wir es nicht weghauen. Aber nein. Bisschen umständlich, aber passt. Können wir es so rum machen? Bisschen weniger umständlich. So. Stellen wir die auch nochmal mit auf. Aber vermutlich einfach egal, was für eine Reichweite da drunter ist. So. Dann muss ich überlegen. Ich glaube nämlich, ich würde hier gerne Half-Slabs unten reinsetzen. Und es schon relativ beengt haben. Oder wir machen es da drüber. Das Problem ist halt, wir dürfen über die Cauldrons nichts drüber bauen. Ich hätte halt eigentlich auch gerne was, was verhindert, dass wir reinfallen in das Ganze. Aber ich glaube, das wird nicht wirklich funktionieren. Ich hätte gerne irgendwas, was zu diesem Schwarz von den Cauldrons passt. Das kann man alles weg hier. Den hier haben wir auch noch nicht wirklich gearbeitet. Ich finde sie aber auch tatsächlich nicht so schick. Ist davon überhaupt Slabs? Was gibt es denn hier so an Slab-Varianten? Es gibt auch Slabs davon. Die hier könnten eigentlich auch gut passen, glaube ich. Ganze so ein bisschen mehr Höhlenlook kriegen sollen. Die Frage ist jetzt auf dieser Höhe, weil es hätte den Vorteil, wir können hier drüber Slabs bauen in einem Abstand, dass wir dazwischen durchlaufen können, aber hier nicht über die Cauldrons hochgehen können. Ich glaube, der Stein gefällt mir gut, weil wir die ganze Höhle eher so wie so ein Magma-Ding aussehen lassen, vielleicht mit so ein paar Lavaströmen und so. Den Tick-Speed hochstellen, gibt es einen Command dafür? Und also ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, weil wir jetzt ja eh nebenbei was zu tun haben. Aber so und dann. Da müssten wir euch zwischendurch passen. Huch. Könnten wir es irgendwie so machen? Vielleicht. Und dann können wir hier zwischendurch laufen, aber wir können nicht aus Versehen in die Cauldrons reinrennen. Also wir kommen auch nicht raus, sofern wir nicht irgendwo sowas hier machen. Und vielleicht wollen wir doch. Gerade überlegt, ob wir doch die Lava oben drüber machen. Könnten da einen Lavasee draus machen. Dann wäre das hier unter dem Lavasee. Und wäre ein Bereich, den wir dann nur betreten, um die Lava abzuernten. Dann müsste das hier nochmal alles einen hoch. Beziehungsweise. Warum tropft da keine Lava runter? Haben wir ihn nur verpasst? Das ist auf jeden Fall eine Quelle. Oh ne, tropft auch welche runter. Ein Dripstone. Den müssten wir dann
hier dran machen. Das heißt, die ganze Ebene könnten wir zuziehen. Und dann könnten wir hier drumherum einen Bassin machen. In der Form von Begrenzung drum ziehen. Und dann dazwischen alles mit Lava fluten. Dann hätten wir einen Lavasee und unten drunter hätten wir dann hier die Cauldrons. Ja, das stimmt, du hast einiges verpasst. Hat was, ne? Ich glaube, wir machen das so. Dann machen wir das Form. Die Form vielleicht ein Tick unregelmäßiger, damit wir oben dem See eine bessere Form geben können. Sowas in diese Richtung. Na, wobei eigentlich nicht so wenige haben. Vielleicht sowas in die Richtung. Ne, das hier dann weggedacht. Lukas, weißt du, wie man den Tick-Speed hochstellt? Was ist da für ein Command? Ist hier irgendwas für Tick? Ich glaube nicht, ne? Speed gibt's auch nicht. Das ist auch recht neu. Gestern war der erste Stream, wo das möglich war. Lange drauf hingefiebert und jetzt bin ich Affiliate tatsächlich. Und Lukas hat auch gleich fleißig hier Bits gespendet. Daher kommt diese goldene 1 vor seinem Namen. Redeem Tick Speed? Nee. Findet er hier nicht. Genau diese. Dankeschön. Aber Redeem Tick Speed macht nichts. Wäre halt eigentlich schon gut, wenn das hier schneller wäre. Ich kann mir vorstellen, dass man dafür ein externes Tool oder eine Mod braucht oder sowas in die Richtung. Genau, die Kanalpunktebelohnung gab es ja vorher auch in Form von den anderen Punkten. Aber jetzt haben wir neu hier die Sounds und so weiter unten über das Auswahlmenü. Nee, weißt du nicht? Braucht man nicht. Aber wie mache ich dann den Tick-Speed hoch? Increase ist es auch nicht. Raise. Speed. Das ist schön zu hören, das nehme ich als Kompliment. Was gibt's denn noch so? Was könnte man denn noch so machen mit Tick Speed? Game Rule vielleicht? Elytra Movement Check, lol. Raid Cycle Blub. Fire Tick kann man hochstellen, das ist aber nicht, was wir brauchen. Gibt's hier ein Tick Speed Command? Random Tick Speed. Ist 25 höher? Was ist Default? Funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, was der Default Tick Speed ist, aber ich glaube, er hat es nur hier in der Welt verändert. Das ist in Ordnung. Aber guckt mal. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach neuer sind. Ich glaube, den Cauldron hatten wir beim ersten Mal auch schon aufgestellt. Ich kann auch sicherstellen, dass es nicht einfach nur broken ist hier.
Fall wissen wir, dass sie funktionieren. Zudem wissen wir es. Hört sich auch geil an. I like it. Oh, Bambus. Gute Idee. Ich mag das hier. Weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass wenn man ihn zu hoch setzt, dass er dann... Ja. Ah, nee, wenn wir das einmal eingeben, dann macht er einmal die 999, glaube ich. Nee, okay. Irgendwie habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie dieser Command funktioniert. Aber, wie wir sehen, scheint das Ganze doch eine Limitation zu haben. Ist nämlich wieder bis genau dahin vollgegangen. Gut, dass wir sowas voll getestet haben. Hat der Bambus nicht aber auch schon Max Höhe erreicht? Das ist so geil. Und jetzt daraus eine automatische Farm bauen. Ich kann ja mal hochsetzen. Ich weiß nicht, ob das so viel beschleunigt tatsächlich. Ich habe das Gefühl, es ist ähnlich wie wenn man Tag oder Nacht macht. Dass wenn man über den Startwert hinausgeht, dass er dann einfach immer mehr macht. Gucke. Es bringt nichts mehr, den Wert immer höher zu schrauben. Können wir mal mit einer neuen mehr versuchen? Ich glaube, selbst das mal kann ich. Hä? Haben wir ihn kaputt gemacht vielleicht? Okay, er füllt sich aber nur bis dahin. Das heißt, maximal Abstand ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 9. Also es dürfen maximal 9 Blöcke frei sein zwischen dem Cauldron und dem Dripstone. Ansonsten scheint er das hier nicht mehr voll zu machen. Oh, irgendwas habe ich jetzt gebroken hier. Ich glaube, ich habe es überfordert. Also man sollte nicht den Tick-Speed so hoch stellen. Ich kann ja auch gar nicht mehr boxen. Ticks sind einfach eingefroren. Ne, die Welt funktioniert an sich noch, aber es gibt keine Block-Updates mehr. Nee, ich glaube, das hilft alles nichts mehr. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Also, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ihr eure Minecraft-Welt einfriert. Oh, guck mal, aber er ist nicht... Ah, doch, er ist auch halb eingefroren. Einfach den Tick-Speed richtig hochstellen. War eine gute Idee, oder? Er findet's gut. Okay, die sind aber normal animiert hier. Gibt leider nicht so viel Spannendes hier in der Welt. Wir haben keine Monster und so, alles ausgestellt. Aber ja, die Welt ist eingefroren auf jeden Fall. Naja, wir wissen, was wir wissen wollten. Wir brauchten das jetzt eh nicht als Test, weil wir es mit dem Minimalabstand machen werden. Oder? Machen wir das? Aber vielleicht gibt es einen Test, den ich nochmal gerne machen würde. Ich gehe einmal raus und wieder rein und hoffe, dass die Welt wieder lebt. Guck mal, er will sie nicht mal mehr speichern. Ups.
Wieso gab es da keinen Hinweis mit, dies sind erweiterte Einstellungen, wenn sie nicht wissen, was sie tun, sollten sie die Finger davon lassen? Da hilft nur noch Alt F4. Ich habe gesagt, da hilft nur noch Alt F4. Ups. Geht das über den Task Manager? It was at this moment that he knew. He fucked up. Task Manager, Java. Ja, ich weiß, dass das Programm nicht mehr reagiert. Das ist mir auch schon aufgefallen. Okay, ich krieg's geschlossen, immerhin. Spielerabsturz, Fehler, Exit Code 0. Ja, ungefähr so. Minecraft just died. Naja, kommt wieder, es lädt ja schon wieder. Ups. Also, setzt euer Antik-Speed nicht auf, was auch immer das da war. Es waren nicht mal so viele neuen, wie du vorgeschlagen hattest, Doggo. Und, dürfen wir rein? Ne, 999 war noch in Ordnung. Aber ich glaube, als ich das eine Mal irgendwie auf 99.999 setzen wollte, da hat er dann gestreikt. So, aber es bewegt sich wieder. Aber guck mal, es ist... Er hat nichts mehr gespeichert von dem, was wir in der Zeit gemacht haben. Das Spiel ist einfach komplett eingefroren. Nice. So, was ich jetzt nochmal ausprobieren will... Weil eigentlich fände ich das geil, wenn es funktioniert. Also wir wissen, dieser Cauldron hier kann sich füllen. Können wir... Wir probieren gleich mal mehrere Sachen gleichzeitig aus. Warte, wir machen das anders. Wir nehmen den Cauldron. Da brauchen wir ein Schild. Und über das Schild kommt der Dripstone. Dann ist die Frage, ob der sich jetzt noch mit Lava füllt da unten. Und wenn der sich noch füllt, könnten wir dann so machen, da Lava draufpacken. Hier drüber einen Dripstone platzieren, der wiederum Lava drüber hat. Sieht nicht so aus, zumindest fällt er nicht durch. Ja, ja, ich setze den Tick-Speed jetzt hoch. Ich überlege gerade nur, ob es noch was Drittes gibt. Aber ich glaube nicht. So, Game Rule, was war das? Direkt Tick? Nein. Dude, Tick Speed? Random Tick Speed da oben. Solange die sich danach bewegen und unterhalten, ist alles gut. Die damit aufhören, dann haben wir ein Problem. Aber wir sollten vielleicht noch was daneben tun, wo es auch auf jeden Fall funktioniert, damit wir wissen, ob es schon Zeit dafür ist. Aber wir können auch einfach... Das war der Sound vom Dripstone. Mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Hey. Hallo. Geht ihr bitte weg? Danke. Okay, weil die da füllen sich nämlich alle ziemlich zügig. Und das scheint alles nicht zu funktionieren. Das ist schade. Ich hatte nämlich gehofft, wir könnten einen Lavasee machen. Oben Dripstones, wo die Lava von der Decke tropft. Und dann darunter die Cauldrons.
Ja, scheinbar bricht das Schild hier die Mechanik. Es braucht einen freien Block dazwischen. Egal, was wir hier rantun würden, wahrscheinlich. Es funktioniert nicht. Da sind jetzt mehr. Nee, es ist immer noch bis dahin gefüllt, wo ich markiert habe. Und der da hat sich übrigens auch nicht mit Wasser gefüllt. Das heißt, wenn sobald irgendwas dazwischen ist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja. Okay, aber theoretisch können wir auch einfach es so machen, wie wir es da geplant haben. Und dann oben drüber nochmal einen Tropfstein setzen, dass ab und zu auch Lava von der Decke tropft. Ja, ich glaube, ich habe genug Ideen im Kopf und genug. Warte, wie viele Dings waren das? Wie viele Blöcke? 9? Oder 8? Was darf dazwischen sein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay. Muss ich mal versuchen, mir zu merken hier. Ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann mal nach dem Stream, sollte die Streaming-Welt mal zu Ende sein, hierher kommen und uns angucken, was wir alles gemacht haben. Was wir hier so alles vorgebaut haben und so weiter. Ich glaube, da wird noch einiges zusammenkommen. So, jetzt hüpfen wir aber mal rein in die richtige Welt hier. So, Singleplayer Streaming Welt. Werden gleich mit Geräuschen aus der Mobfalle begrüßt. Wunderbar. So, wie viel von dem Blackstone haben wir denn noch? Boah, das ist relativ viel. Ich weiß nicht, ob es für eine Höhle reicht, to be honest. Eisen haben wir auf jeden Fall genug. Dripstones haben wir 44. Ein so ein Feld hat 9. Dann haben wir 9, 18, 27, 36, 45 wären 5 solcher 3x3 Felder. Also können wir nur 4 machen. Das ist enttäuschend. Reicht vielleicht aber. Gott, ist das laut. Das muss ich definitiv leiser machen. Moment. Uff, hat mich gerade dezent erschrocken. Warte, was ist das? Triggerfire? Grillenzirpen war das, richtig? Login with Twitch. Ja, ich war da schon eingeloggt. So, da ist das Zirpen. Machen wir mal 80%. Ich glaube, das passt. Was ich alles gebaut habe, eine Menge, eine Menge, eine Menge. Soll ich nochmal einen kurzen Rundflug machen? Lytra haben wir. Also da sind zwei neue Gebäude dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob du die Wolf-Farm schon kennst. I'm sorry, in der Luft habe ich keine Angst vor Creepern. Das ist unser Trophäenraum. Komme ich da noch oben drauf? Kann von oben bestimmt später richtig gut die Karte sich hier angucken. Genau, da haben wir uns einen Kartenboden gemacht. Der ist auch noch nicht fertig. Was haben wir noch so gebaut? Ah, hier drüben. Das kennst du vermutlich auch noch nicht. Unser Holzfällerlager. Und da drüben würde ich gerne noch einen Steinbruch bauen demnächst. Aber die Lavafarm dringt jetzt mehr mit dem Kohlemangel. Und hier ist auch über noch Kohle, sehe ich gerade. Also ein bisschen was dazugekommen auf jeden Fall. Bin ja hier regelmäßig am Streamen. Und wir spielen auch. Also ich glaube, wir spielen so 6 von 7 Streams Minecraft. Oft auch Rocket League vorher. Ganz selten mal nur was anderes. Aber der legendäre Kran, wieso ist er so legendär? Ich finde, er ist mir ganz schön gut gelungen dafür, dass ich zum ersten Mal einen Kran gebaut habe. Und der funktioniert so gut. Ah, die kennst du schon? Okay. Ich habe immer keine Ahnung, wie lange das schon her ist, dass wir hier was gebaut haben. Und eigentlich
Können wir erstmal einfach nur die Höhle ausräumen. Weil er so funktionstüchtig ist. So, wir müssen überlegen, wo und wie wir das gerne hätten. Will ich das wirklich hier oben ranbinden? Ich glaube, ich hätte sie gern hier zwischen. Irgendwie da oben drüber hätte ich sie gerne. Oh, das wird aber tough ohne Spectator-Modus. Im Spectator-Modus ist sowas immer total einfach zu bauen. Da kann man gucken, wie da die Dimensionen von den verschiedenen Punkten sind. Weil wir haben da den Gang, der hochgeht und der da oben durchgeht und hier unten das. Und da hinten trifft es irgendwo zusammen. Irgendwo dazwischen hätte ich gern die Höhle. Hätte die, glaube ich, gerne als Verbindung zwischen hier und dem anderen Bereich nochmal. Ja, ich glaube, du meinst den Command-Befehl, oder Doggo? Der ist Ausrufezeichen Command oder Commands. Nehmen wir die Treppe vielleicht raus und verzichten wir auf das Höhlensystem da oben. Ich finde das aber eigentlich auch nice, dass es da ist. Vielleicht muss es auch gar keine Verbindung gehen. Geradeaus in den Berg. Du sagst von hier aus geradeaus in den Berg rein. Ich finde das aber eigentlich schön mit den Gängen hier. Ich finde es cool, wenn uns da nochmal irgendeine Idee einfällt, was wir daraus machen können. Vor allem, dass er hier auch wieder zurückführt. Irgendwo. Ich glaube, noch ein Stück weiter. Irgendwo führt er ja wieder zu dem Holzfäller-Ding. Ich glaube, ich würde fast eher von dem anderen Berg einfach ausgehen, von dem anderen Eingang. Er müsste dich angeflüstert haben, Doggo. Dass wir hier reingehen. Ist auch sehr asymmetrisch hier. Ich kann mir die nochmal einen rübersetzen, das ist nicht ganz so schlimm. Also sagen, wir gehen hier in den Berg rein. Machen die Höhle. Nee, hatte ich nicht angeflüstert? Let me check. Ausrufezeichen, Command. Aliasse. Commands. Ah, mit Doppel-M. I'm sorry. Sonst kannst du aber auch nachfragen, was für ein Command du haben wolltest. Da wird sich bestimmt auch eine hilfsbereite Person finden. Oder wir graben uns da oben rein und gucken, ob wir da hinten... Dann könnten wir auf der Höhe vielleicht den Lavasee machen und den anderen Eingang da zum Dings. Das könnten wir machen. Wir gucken mal, wie weit wir hier reinkommen, was da so kommt. Leuchten natürlich hier schön brav aus. So, und da kommt dieser Gang. Was ist das für ein Gang? Warum ist der so ausgepatcht hier? Ist da drunter irgendwas? Ha. Wohin führt der? Nirgends, ne? Nein, nirgends ist übertrieben. Dieses Höhensystem hier im Berg, was wir uns ausgesucht haben, ist so lost. Oh, habe ich in den Commands auch den Unlurk-Command schon drin? Habe ich den damit reingeschrieben? Viel Spaß im Lurk, by the way. Und es gibt auch einen Command, um wieder rauszukommen. Endlurk oder Unlurk. Das kannst du dir aussuchen. Zusammengeschrieben. Ah ja, steht mit drin. Nice. Ey, du warst doch gar nicht im Lurk. Das ist, wenn man wieder rauskommt. So, aber ich glaube, wir können den hier zumachen. Nee, dass ich den Command gemacht hatte, wusste ich. Die Frage war, ob er in der Command-Liste mit drin steht. Aber habe ich nachgeguckt, steht er auch. Ich glaube, wir können das hier zumachen. Wo sind wir hier rausgekommen?
Irgendwo bin ich doch hier gerade runtergestolpert. Hä? Da. Können wir nämlich hier so anfangen, die Höhle auszuheben? Vielleicht. Wir haben jetzt ja ungefähre Vorstellung, wie weit Platz wir nach hier haben. Wobei. Wie viele Blöcke sind das bis zu der Wand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hier müsste die Wand drunter sein. Dann passt das von der Höhe her, glaube ich, aber wenn das hier die Cauldrons sind, dürften wir eigentlich nicht in den Gang runterbrechen. Wie viel Platz haben wir nach unten noch? Okay, hier ist vielleicht doch nicht die Wand. Ist hier die Wand? Oder der Gang? Autsch, ja. Ah, okay, ja, wir haben ja Platz, weil es hier schon niedriger ist. Okay, ja, dann müsste das da eigentlich gut hinpassen. Dann machen wir das doch dazwischen. Finde ich gut, wenn es hier so ein bisschen mehr dimensionale Bewegung gibt. Ja, nicht schlecht. Ich bin auch immer wieder überrascht davon, wie lange ich jetzt schon streame und wie viele Stunden hier schon in der Minecraft-Welt sind. Und dann kommen jetzt ja auch noch die Rocket League-Stunden zu. Ich weiß gar nicht, ob ich mir irgendwo anzeigen kann, wie viele Stunden ich insgesamt schon gestreamt habe. Also in den letzten 30 Tagen kann ich mir anzeigen lassen. Das ist nicht der Struggle. Oh, und ich glaube, ich weiß schon... Was ist das von der Höhe? Der Höhe müssen die Drips, wenn da die Cauldrons sind. Ich kann mir die Cauldrons noch weiter runtersetzen. Auf die Höhe. Dann haben wir Cauldrons, Dripstone, ganzer Block, Lava. Dann ist das so ein bisschen erhöht. Dann können wir nämlich so eine Brücke über den Lavasee rüberbauen. Ich glaube, das gefällt mir. Bis gleich. Ja, der ist ja 3 Tage länger dabei, Lukas. Ja. Ist ja kein Drama. So. Eine künstliche Höhle bauen, das ist immer so eine Sache. Also wir können hier noch einen tiefer gehen, deswegen hatte ich das ausgehoben. Wir können sogar, glaube ich, 2 tiefer gehen. So, jetzt müssen wir ungefähr die Umrisse... Doch, ist ein Drama. Ich finde da... Gut, ich wollte gerade sagen. Ich finde das nämlich überhaupt nicht dramatisch. Es fühlt sich eh unterschiedlich an, je nachdem, wie aktiv ihr dabei seid. Das ist halt eher das, was bei mir hängen bleibt. So, wir können jetzt hier auf dieser Höhe mal einmal grob die Umrisse von der Höhle ausheben. Ich glaube, ich würde dir gerne so einen Schwung geben. Also hier vielleicht noch nicht ganz so steil reingehen. Ja, so. Auf Videos zu reagieren. Ja, aber Reaction macht doch nur Bock, wenn ich auch eine Cam habe, oder? Also es ist doch nur halb so spaßig, wenn man mich dabei nicht sieht. Finde ich. Ja, dann muss das warten. Ja, dann könnte man da nochmal drüber nachdenken. Hätte ich an sich erstmal nichts gegen. Da haben wir jetzt überhaupt noch genug Platz für den Schwung zur Seite? Nicht so richtig. Das Ding ist ja, ich habe ja eine Cam. Ich benutze sie nur nicht, weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass dann eher Schüler aus meiner Schule auf mich aufmerksam werden auf den Stream. Deswegen, solange ich da in der Schule arbeite, mache ich erstmal ohne Cam. Ich hätte eigentlich schon Bock drauf.
Ja, das Ding ist halt, dass ich dann Arbeit und Persönliches, glaube ich, zu schlecht trennen kann. Erstmal bin ich auch so, ja, komm, scheiß drauf, passiert eh nicht und bla. Und wenn, ist auch nicht so schlimm. Und dann denke ich mir aber, okay, und dann, weiß ich nicht, rede ich anders über Themen, als ich es eigentlich würde, weil ich weiß, dass Leute aus meiner Schule dazuhören, von meiner Arbeit quasi. Und sowas. Und das will ich nicht. Also ich glaube, sobald ich weiß, dass hier eins der Kinder von der Arbeit auftaucht, verhalte ich mich ganz anders. Okay, und vielleicht geben wir ihr doch nicht so unbedingt so einen Schwung. Weil wir nicht genug Platz dafür haben und ich auch gerne den Gang rüber hätte, machen wir daraus einfach einen eigenen Höhlengang. Überlege die ganze Zeit, ob wir irgendwas zu knabbern in der Küche haben, was ich mir hier nebenstellen könnte. Ah, ich glaube, ich habe noch ein paar gesalzene Erdnüsse. Warte mal. Ja, oh, ich habe mir irgendwann so eine. Wie viel ist da drin? 500 Gramm Box Erdnüsse geholt. Und jetzt schon so oft, wenn ich. Wenn ich was zu knabbern brauchte und nichts hatte, ist mir eingefallen, dass ich die noch habe. Und die werden noch nicht schlimmer. Solange man die mal ordentlich zumacht, ist alles gut. Ich glaube, da stehen meine Chancen einfach ziemlich gut, dass ich nicht bekannt genug werde. Und selbst wenn, habe ich damit auch nicht so das Problem. Ich werde oft von mir fremden Menschen angesprochen. Und ich hatte es auch schon häufiger, dass Leute meinen Namen wussten und ich keine Ahnung hatte, wer sie sind. Habe eine relativ auffällige Frisur und scheinbar sorgt das dafür, dass es für Menschen, die. Wie sage ich das jetzt, ohne dass es fies klingt. Oder dass zumindest hier, wo es eher ungewöhnlich ist, es ein sehr wichtiges Thema im Alltag der Leute ist, sich darüber zu unterhalten. Und da hatte ich es jetzt schon häufiger, dass Leute meinten, ah, du bist doch der Aaron, du wohnst doch da und da. Ja, ich sehe dich da immer. Ich habe so keine Ahnung, wer die Leute sind. Ist weird, habe ich mich auch dran gewöhnt. Ich glaube, das ist mein geringster Struggle. Fände ich eher lustig. Und auch cool tatsächlich, irgendwie Leute kennenzulernen. Also am liebsten wäre es mir, irgendwie euch mal irgendwann kennenzulernen. Wir haben jetzt ja schon viel gemeinsame Zeit hier. Das wird hoffentlich auch noch deutlich mehr. Und fände es spannend, so Gesichter und Personen zu den Namen zu haben, die hier im Chat rumgeistern. Das Thema, ja, groß am Anfang und das H und E miteinander tauschen. Okay, aber dann machen wir sie wahrscheinlich doch eher ein bisschen runder, dann kann man, glaube ich, hier schon ein bisschen aggressiver rangehen. Wir wollen ja, dass das Ganze hier groß genug wird. Oh, hier haben wir gleich noch ein bisschen Kohle, das ist schön. Brauchen wir nämlich dringend. Und das Gute ist nämlich, wenn wir die Lavafarm dann haben, dann können wir die benutzen für die Öfen und die Kohle ausschließlich für Fackeln. Ja, das ist ein guter Deal. Da lasse ich mich drauf ein. Vielleicht machen wir einen großen Face-Reveal-Stream dann, wenn ich meine. Also würde ich wahrscheinlich eh machen. Aber dann können alle, die Bock haben, mal gucken, ob wir alle Facecam. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht organisiert, oder? Aber dass alle, die wollen, ein Foto reinschicken. Und dann können wir uns mal die Gesichter von allen angucken. Du warst schon mal im Fernsehen? Not bad. Ich habe es ein paar Mal in Zeitungsartikel oder so geschafft, meistens im Hintergrund. Gibt tatsächlich ein Gruppenfoto, wo ich mit drin bin. Da wurde über den Schulsanidienst bei uns in der Schule, einen Zeitungsartikel geschrieben und da gibt es ein Gruppenfoto von uns allen. Womit warst du im Fernsehen? Thank you.
versuche hier gerade so ein bisschen weiter zu denken als die Steine, die hier noch sind. Ist nicht so einfach. Ein kleines Dorf, eine große Idee. Okay. Sagt mir nichts. Bin aber auch nicht so der Fernsehgucker. Ottfingen. Was ist das rückwärts? Negnifto. Negnifto. Okay. Kurz überlegt, ob du deinen Ortsnamen einfach rückwärts geschrieben hast, um ihn zu anonymisieren. Ja, habe ich mir auch schon fast gedacht, dass es nicht so ist. So ungefähr so, wie man denkt, oh, ich 1, 2, 3 ist kein sicheres Passwort, dann nehme ich 3, 2, 1, da kommt keiner drauf. So, ich reiße erstmal ganz grob die Sachen raus, weil je mehr das Ganze seine Form annimmt, desto eher kann ich mir vorstellen, wie es aussehen soll. Und was mich noch stört. Daher lasse ich extra so ein bisschen mehr Rand, als ich es wahrscheinlich machen will. Einfach damit es, wir nachher nicht viele Blöcke wieder setzen müssen und unnötig weggehauen haben. Aber um so ein bisschen mehr Feeling für die Hülle zu kriegen, die hier entsteht. Oh, spannend. Da hast du eine Rolle drin gespielt. Oder ist es so Real-Life-Sendung-mäßig? Wenn du da überhaupt ins Detail gehen möchtest. Na, wobei, jetzt hast du schon gesagt, dass es in der WDR-Mediathek ist. Also, wer jetzt motiviert wäre, könnte dich schon finden. Ah, spannend. Ja, voll. Also, ne, in dem Moment, wo man sich damit auseinandersetzt, dass man sowas sendet oder in sowas mitspielt, muss man sich auch damit abfinden, dass andere Menschen das sehen, auch Menschen, die man kennt. Wenn es auf YouTube ist, können wir ja vielleicht zusammen darauf reagieren. Hast du deswegen gefragt, ob ich auch mal auf Videos reagieren würde? Nee. So. Okay, da wird ein Eingang sein. Dann muss sie vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen höher. Und die Frage ist, haben wir hier drin genug Platz? Ah, und wir wollen auf jeden Fall noch tiefer. Okay. Nee, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe schon überlegt, auch mal für so einen Just-Chatting-Stream oder so, ob es so eine Serie gibt, die man im Hintergrund gucken könnte. Zusammen wäre man ein bisschen quatscht. Bin ich durchaus offen für sowas. Aber ich glaube, solche Sachen machen, also genau wie Just-Chatting, lohnen sich erst dann richtig, wenn auch eine Webcam da ist. Fühlt sich das irgendwie halbherzig an, wenn ich nur am Schreiben mit euch bin. Also ich mag das schon vorm Stream immer ganz gerne. Oder auch, wenn ich gerade Pause mache und nebenbei esse oder so. Aber, Webcam wäre schon cool für sowas. So, langsam nimmt das hier doch Formen an. Ja,
Ja, da hatte. Warst du das, der das vorgeschlagen hatte, oder Gökay? Mit der Sonntagsmalerei? Also, dass ich eine Webcam auf meine Hand mache und ein Blatt Papier und dann Sachen zeichne und ihr ratet, was es ist. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Und weiß jetzt nicht von meiner Tastatur, wie ich tippe. Könnte ich euch beweisen, dass ich 10 Finger schreiben kann? Das wurde ja angezweifelt. Aber sonst ist das doch nicht sonderlich spannend. Also ich habe das schon. Also ich ahne, warum man das bei Leuten macht, die zum Beispiel, weiß nicht, so Speedruns machen oder so. Oder besonders ehrgeizig im PvP in Minecraft sind oder solche Sachen. Weil es dann irgendwie auch spannend ist zu sehen, was die Hände machen und so. Aber bei mir ist das, glaube ich, ziemlich unspektakulär. Okay, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen in die Höhe. Dafür werden wir wahrscheinlich nochmal Scaffoldings brauchen. Ja, so habe ich früher auch getippt. Und dann hat meine Mutter 10 Finger schreiben gelernt. Und ich war impressed. War impressed davon, dass sie ohne auf die Tastatur zu gucken tippen kann. Wollte es dann auch lernen und habe mir dann ein Programm runtergeladen und habe dann angefangen, 10 Finger schreiben zu lernen. Ist praktisch, aber kein Must-Have auf jeden Fall. Also man wird schneller im Tippen, man muss es dann aber auch durchziehen. Also sich das beizubringen ist ein bisschen eine Qual. Man darf dann nicht zwischendurch zurückfallen in seine eigenen Muster, muss ein bisschen üben zwischendurch und das Programm auch benutzen. Und ich habe mir auch nicht alles beigebracht. Also ich kann viele von den Symbolen nicht. Ich habe mir alle Buchstaben beigebracht. Punkt, Komma, mittlerweile auch den Bindestrich, wobei ich da mal kurz nachdenken muss, welcher es ist. Mit Bindestrich, Punkt und Komma komme ich eh noch durcheinander. Ist dann Bindestrich ist linker Finger drückt Shift, rechter kleiner, also linker kleiner Finger drückt Shift, rechter kleiner Finger geht nach unten rechts. Und Punkt ist Ringfinger geht ein runter und Komma ist Mittelfinger geht ein runter. Und so hat dann jede Taste seine Bewegung. Wenn du da halt einmal das Muscle Memory drin hast, dann ist es halt relativ easy. Und da macht es auch Bock. Ich merke manchmal, wenn ich so lange Text tippe, wie ich in so ein Schreibfieber komme und immer schneller werde im Tippen und so gar nicht mehr darüber nachdenke, wo eigentlich die Tasten sind, sondern sie fliegen nur so über die Tastatur. Und in dem Moment, wo ich dann einmal anfange nachzudenken, ist auch vorbei. Oder wenn ich denke, ich habe einen Tippfehler gemacht, deswegen schreibe ich solche Texte dann auch durch und am Ende korrigiere ich die Fehler, weil ich sonst aus diesem Schreibflow rauskomme. Ja. So, ich glaube, wir können ruhig einen höher. So, dann ziehen wir hier einmal einen Bauboden rein. Scaffoldings reichen vorne und hinten nicht, verdammt. Na gut. Wir ruppen hier jetzt noch mal ein bisschen was raus. Soll ja auch eine etwas eindrucksvollere Höhle werden. Oh, und wir werden nachher noch die ganzen Wände austauschen müssen. Ich glaube, ich will die komplett aus dem schwarzen Stein haben. Um sie schön nach erkalteter Magma aussehen zu lassen. Vielleicht auch noch ein bisschen Basalt. Müssen wir mal gucken, was genau wir nehmen. Bin ich fast runtergefallen. Weiß nicht, was mich da gerade noch gehalten hat. Sehen eigentlich ganz nice aus, oder? Ups. Ich glaube, was man halt machen müsste, ist da noch Blöcke drunter tun, weil man ja durchgucken kann. Aber eigentlich sieht es ganz nice aus. Ich habe die ja auch schon als Tische benutzt, als Deko. Das geht auch ganz gut, finde ich. Als so Beistelltischchen oder so, oder Essenstisch. Ich glaube, hier im Haus haben wir auch einen Tisch daraus, oder? In meiner ersten Hütte.
meine, da steht auch einer. So, reicht mir das ja als Höhe schon? Ich glaube schon. So, ich glaube, das passt mir für die Decke. Ja, neben dem Bett habe ich das gemacht, oder? Ne, ist ein Vorschlag von dir. Irgendwo habe ich das gemacht. Irgendwo habe ich das benutzt. Ah, auf dem Server, glaube ich. In der Serverwelt. Bei mir liegt da tatsächlich immer ein Buch, auch wenn ich nicht lese. Aber falls es mich immer mal überkommen sollte, habe ich ein Buch parat. Oh ja, das war bei mir auch krass. Ich habe immer gelesen. Ich habe in der Bahn gelesen, im Unterricht, in der Pause, auf dem Weg zur Bahn. Überall, immer, jederzeit, so viel es ging. Ich habe im Gehen gelesen. Es ist ein Wunder, dass ich nie irgendwo gehen gelaufen bin. Wenn ich irgendwo gehen gelaufen bin, dann war es in dem Moment, wo ich das Buch zugemacht habe. Dann habe ich das Buch, habe ich das Eselsohr reingemacht, das Buch zugeklappt. Und so beim Zuklappen und Hochgucken schon angefangen, schneller zu gehen, weil ich dachte, jetzt konzentriere ich mich ja. Und dann so, bam, voll gegen Laternenfall. Sowas hatte ich schon. Aber während ich das Buch in der Hand hatte, bin ich einfach so langsam gegangen, dass es gar nicht die Chance gab, wirklich irgendwo gegen zu laufen. Ich bin dann einfach so 10 cm davor angefangen, um den Laternenfall rumzugehen. Aber es hat halt gereicht, weil ich jetzt halt so im Slow-Mo-Modus unterwegs war. Fehlt mir manchmal so ein bisschen. Aber ich habe einfach nicht mehr die Ruhe, um wirklich zu lesen. Also jetzt letztens hatte ich tatsächlich mal wieder ein Buch in der Hand, was ich dann noch durchgelesen habe. Die Borobils. Weiß nicht, ob das wer kennt. Oh ja, da gab es einmal richtig Stress mit meiner Mutter. Wir haben uns selten wegen sowas wirklich in den Haaren gelegen, weil sie der Meinung war, so, ne, ein Kind schläft schon, wenn es müde ist, so nach dem Motto. Aber ich bin irgendwie in letzter Zeit gar nicht aus dem Bett gekommen gewesen und war immer super fertig und so. Und deswegen hatten wir eigentlich die Abmachung, dass ich früher schlafen gehe und nicht mehr so lange lese. Und dann hat sie mich aber dabei erwischt, wie ich unter der Decke noch gelesen habe. Und dann hat sie das Buch einkassiert, was eigentlich auch nicht ihre Art war. Und dann war ich so pissig, weil ich das auch nicht von ihr kannte. Und dann habe ich aus Trotz irgendein anderes Buch aus meinem Regal genommen und angefangen, das weiterzulesen. Dann hat sie das mitbekommen, kam rein und dann meinte ich trocken zu ihr so, was willst du machen? Willst du meinen ganzen Bücherschrank, willst du mein ganzes Bücherregal abbauen? Alles mitnehmen jetzt zu dir, mitten in der Nacht? So, hilft auch nicht. Dann bleibe ich einfach wach liegen, aus Trotz. Auch ohne Lesen. Und dann hat sie entnervt aufgegeben. Konnte manchmal schon ganz schön trotzig sein. Aber da sind meine Eltern auch, das wollten die auch, glaube ich. Also sie haben mich sehr in die Richtung erzogen, dass ich irgendwie selbstständig denken kann und selber entscheiden darf. Was dann halt oft dazu geführt hat, dass ich andere Sachen nicht eingesehen habe und sie dann aber auch keine Autoritäten Druckmittel benutzen wollten, um mich dazu zu zwingen, das zu machen. Und voll. Es gab so ein ganz cooles Meme war es wahrscheinlich. Ich fand es eher, es war ein Comic. Das erste zeigt eine Höhle in der Steinzeit mit Kindern, die drin sitzen, glaube ich, und rausgehen wollen zum Spielen und ihnen wird verboten rauszugehen, weil es so gefährlich ist. Dann ein Kind, das die ganze Zeit liest und die Eltern sagen, geh mal mehr raus und hör auf zu lesen. Dann Computeralter, Kind sitzt vor der Playstation, die Eltern sagen, lies mal mehr, anstatt die ganze Zeit zu zocken. Also ne, es gab immer eine Entwicklung in, was man tun möchte. Und egal, was die Kinder machen, das ist immer falsch. Man soll sich immer anders beschäftigen.
Weil immer die Beschäftigung aus der eigenen Kindheit die bessere ist. Und ich würde halt schon sagen, dass Lesen cool ist und geil und dass bei Spielen auch oder bei den allermeisten Spielen im Vergleich zum Buch auch sehr viel flöten geht an so erzählerischer Kunst. Weil viel weniger im Mittelpunkt steht, was für eine Story das Spiel erzählt und so viel mehr im Vordergrund, was für eine Grafik hat das Spiel, wie gut sind die Spezialeffekte, wie groß ist die Map und und. Und das hatte man bei Büchern halt weniger. Da war so dieser Anspruch noch, oder mehr noch der Anspruch, eine fesselnde Geschichte zu erzählen und dass die inhaltlich interessant ist. Und das ist halt ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Daher ärgere ich mich manchmal schon, dass ich so wenig lese. Dafür habe ich jetzt mit dem Hörspiel hören wieder angefangen. Oder Hörbücher vor allem. Seitdem ich angefangen mit Streamen tatsächlich. Weil ich gemerkt habe, dass wenn ich abends nach dem Stream noch anfange zu zocken, um meinen Abend ausklingen zu lassen, dann bin ich ewig wach. Und jetzt mache ich es halt so, dass ich nach dem Stream mir mein Hörbuch anschmeiße oder auch vorm Stream und so zwischendurch und so. Und dann höre ich jetzt Hörbuch nebenbei, statt Serie zu gucken. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil Serie habe ich immer nebenbei laufen lassen, auch wenn oft der Punkt kam, wo ich gar nicht mehr richtig zugeguckt habe. Und beim Hörbuch merke ich das aber sofort. Da kann ich mich nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren. Und merke das direkt in meiner Aufmerksamkeit. Und dann mache ich das Hörbuch so lange aus, lasse Musik im Hintergrund laufen, während ich was mache. Und setze mich dann wieder gezielt hin, um mein Hörbuch weiterzuhören. Das finde ich tatsächlich ein ganz schöner Zwischenschritt. Und ich glaube halt auch was ich mir halten kann, ohne größere Anstrengung. Winnetou, gar nicht gehört tatsächlich. Ich glaube, ich würde die gerne noch ein bisschen weiter. Wir haben ja hier den Gang. Ich glaube, ich würde die gerne noch einen Tick weiter nach links rumziehen, die Höhle. Nicht viel, aber dass das hier ein bisschen mittiger sitzt. Winnetou habe ich, glaube ich, nur den Film geguckt. Oh, da muss ich sagen, ich habe es mal versucht. Drei Fragezeichen Kids kann ich nicht hören. Ich habe die drei Fragezeichen als Kind rauf und runter gehört. Und die drei Fragezeichen Kids wirkt einfach kindisch im Verhältnis. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber so es ist. Ist nicht meine Welt. Bei Fragezeichen Kids bin ich tatsächlich ganz raus. Ich habe die drei Fragezeichen rauf und runter gehört. Was habe ich denn früher noch so gehört? Als ich ganz klein war, habe ich so Huibu, das Schlossgespenst gehört. Da habe ich jetzt auch mal die neuen gehört und auch die Filme mir so halb angeguckt und. Ja, aber das sind halt auch so Sachen, wenn man das in seiner Kindheit gesuchtet hat, gerade irgendwie als Hörbücher, dann kommt auf einmal so ein Film und es sieht alles so anders aus, als man sich das damals vorgestellt hat. Und man hat es wahrscheinlich auch anders in Erinnerung, als es erzählt wurde. Ich habe doch Scaffoldings dabei, was mache ich denn hier? Nee, ich höre tatsächlich sehr, sehr gerne und immer wieder von Walter Mörs. Am allerliebsten die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeers. Und dann aber auch die ganzen anderen. Also sehr, sehr schön finde ich auch noch das Labyrinth der träumenden Bücher. Ne, die Stadt der träumenden Bücher und das Labyrinth. Wie heißen die beiden? Jetzt muss ich nachgucken, das ist peinlich. Ich glaube, das erste heißt die Stadt der träumenden Bücher und das zweite heißt das Labyrinth der träumenden Bücher. Die Stadt der träumenden Bücher ist der erste und das Labyrinth der träumenden Bücher der zweite Teil. Lohnt sich tatsächlich auch die Zamonien-Bücher von Walter Mörs in einer Reihe durchzuhören. Also von 1 bis, weiß gar nicht, bis was geht es hier, bis 12 oder so, glaube ich, mittlerweile. Weil manchmal alte Charaktere wieder auftauchen oder so ein bisschen erzählt wird, was aus denen nach der Zeit geworden ist oder so. WB-Gökay. Ja, alles gut. Muss sich keiner hier dafür entschuldigen, wenn er was anderes macht. Mein außer Gökay wird niemand gezwungen, hier zuzugucken. So.
Das ist jetzt halbwegs mittig, glaube ich. Ich glaube, so können wir das lassen. Kommt daraus der Weg? Welche Filme hat Karl May nochmal was gesagt? Der Name, da klingelt es voll bei mir. Aber ich weiß gerade nicht, welche Filme von ihm sind. Und ich muss sagen, bei Walter Mörs habe ich festgestellt, ich mochte halt Dings richtig gerne als Leser. Fällt mir sein Name jetzt nicht ein. Walter Mörs, gelesen von Dirk Bach. Und ich mag die Kombo richtig gerne. Und irgendwann wechselt der Vorleser, weil Dirk Bach verstorben ist. Das weiß ich auch noch. Ich hatte wenig Idole in meiner Kindheit. Aber der Tag, als Dirk Bach gestorben ist, da war ich echt richtig, richtig traurig. Das so zufällig in der Bahn gelesen nach der Schule. Und hatte halt schon keine Ahnung, wie oft Captain Blaubeer und so weiter gehört. Und er hat einfach einen großen, oder die Stimme hat einen großen Teil meiner Kindheit ausgemacht. Ah, okay. Habe ich letztens übrigens drüber nachgedacht, weil mir es bei anderen Streamern wieder aufgefallen ist. Viele lesen die Chat-Nachrichten immer vor, die sie sich selber durchlesen. Ist euch das lieber? Also, und jetzt bitte nicht aus dem Aspekt heraus, dass ihr gerne wollt, dass eure Nachricht vorgelesen wird, sondern eher aus dem Aspekt, möchtet ihr allgemein, dass Nachrichten vorgelesen werden? Du sagst, nee. Ich hatte auch das Gefühl. Manchmal lese ich sie vor, wenn ich zum Beispiel mit anderen im Discord bin und es sie mit einbezieht. Oder so. Oder, wenn ich sehr konzentriert bin, passiert mir das, dass ich sie laut vorlese. Oder wenn ich versuche zu verstehen, was die Nachricht mir sagen möchte oder so. Nee, okay, finde ich gut. Hätte ich mir zwar umgewöhnen können, aber ich mag es so eigentlich auch ganz gerne. Hat mehr was von einem Gespräch. Und irgendwie fühle ich mich auch immer awkward, wenn ich im Stream sitze und jemand dann meine Nachricht vorliest. Vor allem, wenn ein Rechtschreibfehler drin ist, dann fällt das viel mehr auf, weil die Person darüber stolpert beim Vorlesen. Wir aus dem Basalt eigentlich noch irgendwas anderes machen? Na gut, ich meinte jetzt so treppenmäßig. Schade. So, und hier unten werden ja tendenziell die Cauldrons hinkommen. Die können wir auch mal markieren. Ich hätte die gerne noch tiefer drin, die Cauldrons. Ich finde die Höhle halt eigentlich gut so, wie sie ist. Würde gern diese Ebene hier für Lava benutzen. Dann müssen die Cauldrons 2 tiefer, richtig? Ist diese Ebene Lava, das sind Blocken. Ne, 3 tiefer müssten sie. Oha, das könnte eng werden. Wir gucken mal hier vorne, das ist dann ja das Tiefste. Ob wir hier irgendwo auf den Gang nämlich stoßen. Okay, wo können wir maximal 3 tiefer gehen? Können wir hier 3 tiefer? Ja. Nein, hier nicht. Genau ein weiter müssen wir, glaube ich. 1, 2, 3. Nee. Ah, da müssen wir sogar noch 2 weiter, oder? Weil hier müsste jetzt ja auch frei. Nee, da geht. Okay, machen wir die Cauldrons vielleicht auch nur auf der Seite. Wie viele Dings hatten wir? 44, oder? 44 Cauldrons. Und wir können bis hierhin runtergehen. Ich hätte gern das hier als Lava-Ebene. Wenn ich das gerne so hoch hätte. Weil vielleicht können wir auch das hier als Lava-Ebene nehmen. Dann könnten wir, wenn wir nur 2 tief gehen, können wir auch hier schon. Da glaube ich nicht, oder? Doch, hier auch. 2 tief können wir hier auch gehen. Okay, dann gehen wir nur 2 tief.
Dann gehen wir nur zwei tief, dann sollte das hier besser passen. Und dann gucken wir gleich einfach, machen wir vielleicht nicht die 3x3 Patches. Aber das wird jetzt ja auch nicht der Blickfang der Höhle. Ich wollte das halt vorher so ordentlich mit den Cauldrons haben, weil ich das Gefühl hatte, das ist der Bereich, den man quasi immer sieht. Aber wir machen jetzt ja das oberhalb der Lava schick. Meine ursprüngliche Idee war halt, die Cauldrons hier auf den Boden zu stellen und oben an die Decke die Tropfsteine zu hängen und darüber die Lava zu packen, dass die Lava durchtropft und unten die Cauldrons füllt. Vielleicht können wir das auch darunter noch in klein machen. Vielleicht machen wir einen Gang, der dann so wird. Wir hätten hier auf jeden Fall gut Platz für 1, 2, 3. So reicht vielleicht an Fackeln, ne? Machen wir mal 5, dann wissen wir genau, welche zusammengehören. 4 Stück konnten wir davon bauen, oder? 9 mal 4 sind 36, ja. So, und passt da noch einer hin? Perfekt. Dann können hier die Cauldrons platziert werden. Darüber kommen die. Ja, auf die Höhe kommen dann die Blöcke. Können wir sogar eigentlich einfach durchziehen, ne? Lava kommt ja eh da oben drauf. Müssen nur gucken, wie wir das hier dann daran connected kriegen. Aber so richtig eine Höhle daraus können wir nicht machen, oder? Nee, weil das ist nämlich schon die Decke da unten. Uff. Apropos Essen, ich snack noch mal ein paar Erdnüsse hier. Ich mute mich mal einfach kurz und schaufel mir mal so zwei Münder voll rein, dann habe ich erstmal genug. Oh, jetzt habe ich ultra salzige Lippen. Verdammt. Meinst du diese Sounds? Ich glaube, die werden ASMR geschrieben. Auch wenn ich immer nicht weiß, wofür es steht. Ich bin noch nicht so ganz happy. Weil der Gang da drunter ist. Könnten das halt auch einen zusammenrutschen. Da noch einen weiter nach da, da noch einen weiter nach da. Und vielleicht noch eine Reihe davor. Was ist denn 19 geteilt durch 4? Geht nicht ganz auf, oder? 44 geteilt durch 4 ist 11. Doch, das geht genau auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bräuchten wir noch drei mehr. 4 wäre bis hier. Ich überlege gerade, ob wir die Cauldrons umsetzen können. Dass wir daraus vielleicht doch so einen kleinen Tunnel machen können. Warte, wir reißen das hier oben drüber nochmal weg. Jetzt haben wir 1, achso, das sind 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nur noch ein, das geht hier einfacher. Okay. So, dann machen wir hier unten alles voll mit Cauldrons. Und zwar noch tiefer. Und zwar
zwar so tief wie geht. Und zwar 4 Reihen lang. Das heißt, wir müssen hier gucken, was unser tiefstes ist, was geht. Das ist schon das tiefste. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Dann haben wir auch alle Dripstones verbraucht. Und dann können wir jedes Mal, wenn wir hier durchgehen, 44 Lava einmal rausholen. Das doch klingt doch nach was, womit wir arbeiten können, oder? So, dann kommt hier der Boden aus Cauldrons rein. Hier die Dripstones. Nee, Quatsch, die Dripstones kommen ja. Warte, welche Blöcke hatten wir hier oben ausgesucht? Das hier ist der ursprüngliche Boden. Da wollten wir Lava draufpacken. Auf die Höhe und dann kommen dahin die Dripstones und da stehen schon die Cauldrons. Immer einen höher, ne? Dripstone, dann haben wir 2 frei und dann kommen die Cauldrons. Dann können wir daraus ein kleines Gewölbe vielleicht machen. Und dann ziehen wir die Lava noch einen hoch. Ich würde halt eigentlich ungern so viel von der Höhle in Lava versenken. Jetzt hätten wir die Lava schon auf dieser Höhe. Das finde ich schon... Ne, auf dieser Höhe hätten wir sie jetzt schon. Ehrlich zu sein, habe ich da immer noch nicht reingeguckt, weil ich bis Anfang nächsten Monats warten muss, bis ich einen Server buchen kann. Und da muss ja auch der Spawn und so weiter noch stehen. Und ich wollte Anfang nächsten Monats nochmal gucken, ob ich den buchen kann für beides. Oder nicht. Ich meine, das müsste mit Bedrock funktionieren. Und also es sieht ja auch gerade, ich habe vorhin mal geguckt gehabt, ich gucke auch jetzt nochmal kurz. Es sieht im Discord ja so aus, als hätten wir mehr Leute, die Zugriff auf Bedrock haben. Manche haben beides. Aber ich glaube, die Mehrheit hatte Zugriff auf Bedrock. Das heißt, ich tendiere dann auf jeden Fall auch zu einem Bedrock-Server. Hier können wir gucken. Rollen. Wir haben 3 Leute, die Java spielen und 5 Leute, die Bedrock zur Verfügung haben. Plus halt die Überschneidung davon. Das heißt, ich würde auf jeden Fall eher genau, also ich würde eher Bedrock machen. Und das würde auch noch dauern, bis ich den fertig habe. Das ist immer nicht so fix. Du hast auch beides? Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, viele haben beides und die, die nicht beides haben, haben meistens dann Bedrock. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwen haben, der nur Java hat. Ich guck gerade mal. Nee, ich wollte da nicht drauf reagieren. Ich wollte gucken, wer da alles reagiert hat. Da. Java sind Sukukslayer, Crafting Crystal und Lukas. Und ihr habt aber beide auch Bedrock. Wobei, du hast dir die Bedrock-Rolle gar nicht gegeben im Discord, Lukas. Du hast dir nur die Java-Rolle gegeben. Kannst da beide annehmen. Genau, aber das heißt auf jeden Fall, dass es niemanden gibt, der nur Java hat. Zumindest von dem, was da jetzt angegeben wurde, ne? Wenn irgendwer sich da noch keine Rolls ausgesucht hat, dann tut mir das leid, das kann ich nicht mit berücksichtigen. Das heißt, es würde dann Bedrock-Server geben. Einziger Nachteil ist, ich kann da nicht drauf. Ich habe ja kein Bedrock. Also ich würde auch, wenn dann, nur mal ab und zu mal so eine Server-Tour machen und mir eine Führung von euch geben lassen, was ihr so alles habt. Und was so gebaut wird und so weiter. Du würdest lieber Java spielen. Ja, vielleicht lässt sich das irgendwann auch nochmal ein. Ich muss halt ein bisschen gucken. Ich muss auch mal die anderen fragen, wie das eigentlich mit unserem Minecraft-Server aussieht, den ich noch hoste. Ich glaube, Alex spielt da noch aktiv drauf. Und Timmy ab und zu. Sonst ist er, glaube ich, gerade ziemlich tote Hose.
wenn genug Spenden monatlich reinkommen, dass ich den einen Server bezahlen kann, hole ich den zweiten dazu. Nur 30 Euro ist gut. Kommt dann nochmal dies drauf, kommt nochmal das drauf, da kommt dann noch Netflix, Audible, Minecraft-Server, noch ein Minecraft-Server, Miete. Miete natürlich ganz weit unten, das ist ja quasi nichts von dem Gehalt, was man verdient. Und ich arbeite ja auch nur 15 Stunden die Woche. Bedenke, dass ich mir gerade erst einen Nebenjob gesucht habe, weil ich mit meinem Geld nicht mehr hinkam. Ah. Ja, müssen wir mal gucken. Ich fürchte, es wird keine Variante geben, die alle happy macht. Mir ist das zu hoch. Wir scheißen drauf. Ich hatte überlegt, hier unten noch einen schönen Tunnel draus zu machen und den, wo man irgendwie drunter durchläuft und dann tropft die ganze Lava darunter. Aber wir haben hier nicht genug Platz nach unten, wir haben nicht genug Platz nach oben. Ich mache das hier praktisch. Nicht schick. Können hier in die Cauldrons, da in die Dripstones, dahin kann der Block und dahin kann schon die Lava. Ja, voll. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Konsolen feindlich gegenüberstehe. Feindlich ist übertrieben, aber. Ach so, warte, kommen wir dann aber noch hinten an die Lava? Ja, wenn wir von beiden Seiten machen, geht das. Ich rauche hier gerade noch nebenbei, deswegen stehe ich so blöde in der Gegend rum zwischendurch. Das war ein Block zu viel. Good to know. Dann können wir auch gar nicht von beiden Seiten ran. Bibi Kai. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Können es aber auch noch einen höher setzen, dann können wir hier doch einen Gang neben machen. Dann können wir nämlich auf diese Höhe setzen. So viel hin und her hier. Ist ja eine Katastrophe heute. Und ich muss auch nochmal eine Umfrage starten. Das machen wir aber auf dem Discord. Da hatte ich auch schon mal im Stream, glaube ich, gefragt. Oder im einfach Quatschen-Chat. Irgendwo hatte ich da schon mal nachgefragt. Und zwar, wenn wir einen Server haben, ist die große Frage. Also, ich will auf jeden Fall WorldGuard und World Protect drauf. Am liebsten hätte ich auch einen Plugin, dass mehrere Welten möglich sind. Aber spätestens da ist schon die Frage, auf welcher Version es das alles gibt. Ob es das auf einer Version gibt, die 1.16 ist. Oder ob wir quasi in eine ältere Version gehen und dafür mehr Plugins und Mods haben. Was euch da lieber ist. Aktuelle Version oder mehr andere coole Features. Weiß ich leider nicht, welche Wörter du meinst. World. Ach so, der Plan ist eigentlich zu sagen, es gibt eine Spielewelt, in der ihr spielt und baut. Und dann würde ich mindestens eine Parallelwelt machen, wo gefarmt werden kann. Also wo ihr die Welt einfach komplett auseinandernehmen könnt und alles an Bäumen wegreißen könnt, alle Wüsten leer machen könnt und und. Einfach damit in der Welt, wo gebaut wird, nicht gleichzeitig auch irgendwo eine riesige Wüste weggerissen wird und so weiter. Und dann würde es in der Bauwelt große Plätze geben mit World Guard und World Edit. Das sind Protection Plugins, wo ihr dann Chunks claimen könnt, in denen dann nur ihr bauen könnt, damit ihr Grief Protected sein könnt. Und genau. Da ist halt die Frage,
reicht euch da, oder beziehungsweise die Anti-Grief-Plugins wird es auf jeden Fall geben. Die Frage ist, ob ihr gerne zum Beispiel ein Ökonomiesystem drin hättet und die Möglichkeit, Chest-Shops zu machen, um Items zu verkaufen und vielleicht noch andere Mods und so weiter. Ja, nee, ich glaube, ich würde es nicht City-Build machen, Lukas. Das würde ich dann euch überlassen, wie ihr das gestaltet. Ihr könnt euch entweder gemeinsam ein riesiges Areal machen und alle zusammen in einer Stadt bauen. Oder jeder baut seinen eigenen Space oder so. Das ist dann euch überlassen. Ja, okay, dann musst du dir aber auch ja Java nochmal kaufen. Das ist ja. Ah, und ich weiß auch gar nicht, wie das bei Bedrock ist mit World Guard und sowas. Gibt's das überhaupt für Bedrock? Ja, das müsst ihr dann für euch wissen. Da will ich mich gar nicht einmischen. So, wir werden irgendwo hier noch einen Zugang brauchen und da vielleicht. Wo kommen wir raus, wenn wir uns hier einfach durchbuddeln? Kommen wir da zufälligerweise neben der Treppe raus? Oder landen wir hier gleich schon unten in der. Ah, wir sind in der Mobhöhle, lul. So sind Timmy und ich dann oft auch. Anton zum Beispiel ist auch eher jemand, der dann massenweise Holz ranbringt und so. Aber es ändert sich auch viel bei den Leuten. Also Alex zum Beispiel war am Anfang unser Holzfäller auf dem Server und hat sich um die Holzversorgung gekümmert. Und hat dann aber irgendwann angefangen zu bauen und ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, die meisten Gebäude auf dem Server gebaut. Mit Timmy zusammen. Also ich glaube, die beiden sind unsere Top-Builder, was die Menge angeht auf dem Server. Okay, es ist eine Java-Welt. Ich hatte gerade ganz kurz den Gedanken, ob ich meine Server-Welt, ob man das zusammenfügen könnte, dass man sagt, Server und Community Server sind derselbe und dass ich einfach alten Bereich und neuen Bereich definiere. Aber wir sind da auf Java. Ja, ich glaube, im Preis nehmen die sich nicht viel, Gökay. Und fange jetzt nicht an, Java zu spielen, weil ich dann eventuell einen Java-Server machen könnte. Es sind so viele Leute mit Bedrock hier. Da wird es ziemlich sicher erstmal Bedrock geben, bevor es Java gibt. Außer die anderen auf dem Server haben Bock auf so ein Mischmasch-Ding. Dann könnte ich mir auch beides gleichzeitig vorstellen. Wo ist denn das hier? Wo kommen wir da hin? Oh, ist ja gut. Guck mal, das ist doch perfekt. Können wir hier wieder aufmachen. Und können diese Abzweigung hier nutzen, um runter in unsere Lava-Farm zu kommen. Bauen wir natürlich noch ein bisschen schick aus hier dann alles. Also, ne, Java ist auch geil, keine Frage. Ich spiele lieber Java auf jeden Fall. Mit Bedrock geht es, ja. Du kannst ja auf dem PC auch Bedrock spielen. Ja, die PlayStation braucht dann halt PS Plus als Internetzugang. Das hat mir ja letztes Mal festgestellt. Mischmasch geht nur, wenn es Bedrock ist. Man kann nicht Java und Bedrock-Spieler zusammen spielen lassen, was ja irgendwo auch verständlich ist. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein toter Raum, oder? Auch spannend. Hätte man eigentlich auch gut eine Lava-Farm reinbauen können. Naja. Woher kommt dieser Seelensand hier? Ach so, von dem Weg. Ja gut, der muss raus. Das will ich nicht. Eigentlich gefällt es mir schon nicht, dass es so gerade ist. Ich hätte das eigentlich gerne ein bisschen natürlicher angelegt.
Ja, so riesig sind die Unterschiede zum Teil nicht. Aber gibt schon Kleinigkeiten. Das Ding ist halt, das Hauptding, was ich gerade merke, ist, ich kenne mich überhaupt nicht mit den Mods und so weiter für Bedrock aus, ob da irgendwas groß anders ist oder nicht. Hat da irgendwer von euch Erfahrung mit Modding von Bedrock? Hier können wir überall nicht freilegen wegen diesem Weg. Ja, du sagst es, lieber Villager, wer auch immer von euch das jetzt war. Das denke ich mir hier auch zwischendurch. So, kriegen wir den hier so ein bisschen gewunden hin, dass er hier so ein bisschen rauskommt. So einen leichten Schwung nach rechts soll das Ganze hier kriegen. Dann machen wir wieder einen Schwung nach links. Also ich werde erstmal hier in der Singleplayer-Welt bleiben im Stream. Wenn ich auf dem Server vorbeischaue, dann ab und zu mal, um anzugucken, was ihr so gebaut habt. Den Server, auf dem wir alle zusammenspielen, das ist nochmal ein ganz anderes Projekt. Das könnte ich mir in einer neuen Minecraft-Welt gut vorstellen. Aber ich habe für diese hier noch so viele Ideen. Und ich kann die hier nicht auf Bedrock umstellen. Wo kommen wir da raus? Ah, da kommen wir raus, verdammt. Aber vielleicht reicht es so auch schon. Kann ich nach. Ist okay, oder reicht's, wenn ich nachher gucke, Lukas? Dann würde ich das nach dem Stream machen. Sonst hättest du es ja auch hier im Stream schicken können. Ja, so sieht's aus, Gökay, genau. Wenn ich einen Bedrock-Server mache, dann hoste ich das ja über einen Server-Host. Da muss ich nicht selber für Bedrock haben. Man muss ein Spiel nicht besitzen, um dafür Server machen zu können. Okay, dann gucke ich nach dem Stream rein. Moin! Suchst du Schutz vorm Gewitter? Ist okay. Solange du hier nichts änderst. So, wir nehmen auf jeden Fall an Kohle alles mit, was wir hier finden. Wir haben solche Kohleprobleme. Ich habe neben ihn auf den Boden geguckt. Vielleicht habe ich einmal ganz kurz mit dem Fadenkreuz drüber gewischt, aber das werten die noch nicht als aggressive Handlung meiner Seite. Okay, da soll zu sein. Okay. So, irgendwie ist mir die rechte Seite hier aber noch zu gerade. Sieht doch jetzt hier halbwegs natürlich aus. Gucke, ich kann hier neben ihn gucken, gar kein Problem. Da war die Hitbox. Oh. Man hat vielleicht gemerkt, dass ich mich gerade erschrocken habe. Uff.
Ich wusste nicht, bis wohin ich das mit der Hitbox ausreizen kann. Oh, mein Herz. Na, mach doch nicht sowas. Hier sind keine Creeper, hoffe ich. Oh. Oh. Ich muss kurz durch hier atmen. Oh. Ich hab mich lange nicht mehr so erschreckt. Vor allem, ich wusste doch, dass das passieren muss. Na, komm her, wo bist du? Oder Mecker-Heini, da bist du. Oh Gott, macht der Damage. Oh, weil wir die Elytra anhaben. Nein, 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 nein! Was war das? So, glaube ich? Ja. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie sehr ich im Stuhl zusammengesackt bin. Ja. Oh nein. Wir hatten keinen Spawnpunkt. Ah, okay, wir sind aber im Weltenspawn. Ich dachte gerade, wir sind mitten auf der Erkundungsreise. Aber wir sind am Weltenspawn. Wir sind am Weltenspawn. Ich muss mir nur merken, in welche Richtung es ging. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Oder in diese? Wir müssen in diese Richtung. Ich habe keinen Spawnpunkt gehabt. Oh, wie bitter. Ja, das ist der Nachteil, wenn man mit Elytra... Oh, meine Elytra. Oh. Ja, da kannst du ja gleich klippen, den Tod. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Ich glaube aber schon. Ich glaube, wir müssen da über die Berge. Ah, nur 30 Sekunden. Hat irgendwie erst geklippt, wie ich draufgegangen bin. Da. Der Dschungelbaum ist echt nice. Ansonsten macht ihr jetzt einen Clip. Dann mache ich nachher ein Highlight raus. Oder kann man im Dings auch noch klippen? Beim Zuschauen. Oh, wie bitter. Ja, Nummer 10. Ich werde nie vergessen, wie ich ganz am Anfang, bevor ich die erste Aufnahme gestartet habe, mir die Stichpunkte gemacht habe, was ich auf jeden Fall sagen möchte, und überlegt habe, ob ich ankündigen will, dass wir versuchen, nicht zu sterben. Das hätte wunderbar funktioniert, garantiert. Da haben wir noch unsere Schuhe. Hier sind noch Fackeln. Ich glaube, sonst haben wir jetzt alles. Und hier sind noch die Blöcke. Wir setzen mal einmal kurz unseren Spawnpunkt. Okay, merke, Enderman nicht fighten, wenn man die Elytra anhat. Geht nicht gut. So. Das ist schon mal geregelt. Komm, Clip schauen wir uns fix an. Kann ich euch auch mitnehmen. Jetzt höre ich meine eigene Stimme. Ich finde das immer noch awkward, meine eigene Stimme zu hören. Wir haben keinen Spawnpunkt. Ah, okay.
Ah, ja, okay, alles gut. Davon kann ich ein Highlight nachher machen. Wir hatten keinen Spawnpunkt. Ich kann hier auf als Highlight speichern gehen. Ah, okay, wir sind aber am Weltenspawn. Ich dachte. Und dann sehe ich hier den ganzen Ausschnitt drumherum und kann da auch vorspulen und so weiter. Das ist easy. Das bearbeite ich nachher. Vielen Dank, Gökay. Lukas, du hast geklippt, richtig? Ja. Guck ich auch einmal fix in die Nachricht. Nein! Oh! Na, oh, das ist ein liebes Angebot, Lukas. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, was das überhaupt kostet mit dem Dings und so weiter. Ah, da ist mein Stream Manager. Ja, Rosi meint, ihre Prüfung ist fertig. Aber to be honest, ich weiß nicht. Also, ne, sie lief ja nicht so gut mit der Prüfung. Und ich weiß nicht, ob ihre Eltern da jetzt irgendwie so sind, dass sie sagen, dass sie, weiß nicht, nicht an die PlayStation darf oder whatever, weil sie es nicht geschafft hat. Kenn ich nicht, ihre Eltern. Kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht, wie autoritär die in solchen Angelegenheiten sind. So, ich habe jetzt euch aber wieder mit rübergenommen hier, ne? Yes. Erde können wir noch wegpacken, Soul Sand können wir wegpacken. Es gibt sogar Lukasse, die mit CK geschrieben werden. Nicht, dass es das Ganze einfacher macht. Ah, wir müssen was essen hier. Oh, wie bitter mit dem Tod. Das war ja wirklich vermeidbar. Oh. Ich feiere das, dass ich mich erschrocken habe. Ich habe mich lange nicht mehr so dolle erschrocken. Ich habe auch mit einer Mitbewohnerin von mir. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen hat, ob sie will, dass ich denke, dass sie es vergessen hat. Aber wir haben uns irgendwann über das Erschrecktwerden unterhalten. Und sie hat erzählt, dass sie von ihrem Partner verboten bekommen hat, ihn zu erschrecken. Weil sie da so gut drin ist und da so viel Spaß dran hat. Und ich meinte, dass dadurch, dass ich hier in einem großen Haus mit so vielen Leuten aufgewachsen bin, ich mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr erschrecke. Also es passiert super selten, dass ich wirklich so einen richtigen Schreckmoment mit so Herzrasen und irgendwie beschleunigter Atmung und so kriege. Ich zucke zusammen bei Sachen manchmal und so, aber dass ich mich so richtig doll erschrecke, das passiert nicht mehr. Und deswegen meinte ich zu ihr, sie soll mich bitte mal anfangen zu erschrecken. Und hab ihr das zur Challenge gesetzt, mich mal so richtig schön zu erschrecken. Und ihr Partner meinte, dass es keine gute Idee von mir war, das zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es schon wieder so halb vergessen hat. Oder nicht weiß, wie ernst ich das meinte. Wobei ich eigentlich schon relativ klar gemacht habe, dass ich das tot ernst meine, dass ich gerne richtig doll erschreckt werden möchte. Mal gucken. Ich bin immer so ein bisschen angespannt, wenn ich weiß, dass sie irgendwo in der Nähe ist. Vielleicht wartet sie jetzt auch ein halbes Jahr und erschreckt mich dann irgendwann. Aber eigentlich mag ich das. Ich weiß nicht, ich werde gerne erschreckt. Gut erschreckt zumindest. So, wir haben da drunter den Platz für den Cauldrons. Wir können das hier mit Lava auffüllen. Dann können wir eigentlich den Rest des Raums hier erstmal gestalten. Das ist ja immer noch so ultra laut. Ich habe das doch schon leiser gemacht. Das kurz noch ein bisschen leiser. Das soll eigentlich so ein leises Hintergrundzirpen sein, wisst ihr? Ja, irgendwann habe ich hier die ganzen Sounds, Soundlautstärken und so raus. Boah, bei mir ist es super laut. Ja, aber das ist halt dieser Unterschied. Auch bei den, ich weiß nicht, bei einem oder zwei Creeper habe ich mich auch schon richtig erschreckt. Aber da habe ich meistens nur so einen kurzen, so einen Panik-Moment. Nee, Panik ist es eigentlich nicht. Also es fehlen so diese körperlichen Reaktionen. Es ist in meinem Kopf so, oh nein, ich muss jetzt aufpassen. Ich muss jetzt, ne, irgendwas Schlimmes passiert. So, das spielt sich alles ab. Aber dass, dass ich so richtig, so wie bei dem Enderman eben, dass ich mich zusammenzucke und mein Herzschlag sich beschleunigt und so, das
ja, weiß ich nicht, passiert so gut wie gar nicht. Und ich habe die Creeper-Sound und so auch nicht umsonst reingetan. Also die sind nicht nur da, damit ihr Spaß habt, sondern auch, weil ich das mag, hier zwischendurch rausgerissen zu werden. Wir müssen halt wirklich gut platziert sein, damit sie den gewünschten Effekt haben. So, und ich kann jetzt 20 Mal hin und her laufen und so tun als... Okay, daraus können wir auf jeden Fall Treppen und Slabs machen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob wir das brauchen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir außen Blackstone und den Basalt nur für den Weg nehmen. Machen wir vielleicht auch mal. Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Es gibt viele solcher Sachen, wo ich dachte, oh, wenn ich alleine bin, ist mir das too much. Aber im Stream kann ich es mir wiederum vorstellen. Müssen wir einfach mal gucken. Das sind Sachen, die entscheide ich dann, wenn sie kommen. Ich will ja jetzt nicht zu viele Versprechungen machen. Und dann kommt es am Ende doch nie dazu. Aber viele Ideen gefallen mir und habe ich Bock drauf. Muss nur, glaube ich, manchmal ein bisschen vorsichtig sein, was ich hier so sage, sonst wird sich zu selber irgendwas gefreut. Und dann entscheide ich mich doch dagegen. Hatten wir auch schon ein, zwei Mal Gedanken geäußert, wo ich dachte, oh, das könnte man machen, wo mir aber schon klar war, ich mach's nicht. Du meinst, dann wird der Druck mal andersrum ausgeübt? Gucken wir mal. Das allerletzte, was wir hier reinbringen, ist dann die Lava. Ich habe nämlich keinen Bock, hier um die Lava herumzubauen. Wobei es eigentlich auch cool wäre, wenn sie sich schon mal vermehrt. Weil wir hier ziemlich viel Lava für brauchen werden. War die Doku? Ja, da ist dann aber auch nur wieder das Ding, ich mache das hier, weil ich Spaß haben möchte mit euch zusammen. Aber ich mache es so, wie ich da Bock drauf habe. Deswegen sind das so Sachen, ich kann mir das vorstellen mit den Horrorspielen und wir probieren das bestimmt auch mal aus. Aber wenn ich dann merke, ist nicht so meins, ist es nicht meins. Ich will nicht anfangen, Sachen zu machen, weil sie euch am meisten Spaß machen. Wenn ihr hier bleibt und wiederkommt, dann hoffentlich, weil euch das, was ihr seht, gefällt. Deswegen habe ich auch zum Beispiel über sowas wie mit den Streaming-Zeiten verkehrt herum angefangen. Ich wollte nicht anfangen und sagen, ich streame immer um 21 Uhr und dann bin ich mal eine halbe Stunde zu früh, mal eine halbe Stunde zu spät. Also solche Sachen, deswegen gibt es diese vagen Zeiten und ich werde jetzt, also jetzt gerade habe ich ja immer 3 Stunden. Das wird nach und nach ein bisschen enger, dieses Zeitfenster, was ich angebe, in welchem Zeitraum ich anfange mit Streamen. Je nachdem, wie gut ich das irgendwann einschätzen kann, wie viel Zeit ich davor noch brauche und so. Und dann hoffentlich, ist so meine Hoffnung, bin ich irgendwann dabei, dass ich sage, innerhalb dieser 1 Stunde fange ich an. Und dass ihr aber auch einfach auf dem Schirm habt, so ich bin, will nicht 100%ig pünktlich sein, immer bei diesen Sachen. Will mich nicht stressen für die Streams. Und daher dachte ich, ich fange lieber an mit, ich sage, ich streame irgendwann. Und sage da gar nichts genauer zu. Bis hin zu, ich erstelle diesen groben Zeitplan und irgendwann ein bisschen genaueren und so weiter. Dann pendeln wir uns da ans richtige Maß ran und ihr lernt es aus der anderen Richtung kennen und seid da nicht enttäuscht, wenn ich irgendwas immer nicht mehr durchhalte. Sehr nice, Glückheit. Den Satz habe ich nur halb verstanden, Lukas. I'm sorry.
ich muss bekommen Geld dafür, lüg doch nicht. Meinst du, dass ich Geld dafür bekomme und deswegen das machen muss, was ihr wollt? Oder wie rum? Welche Nachricht war gestern gekommen? Achso, du musst bleiben. Ja, alle meine Zuschauer sind bezahlt natürlich. Das ist alles geskriptet hier mit dem Chat zusammen. Und ich stecke hier einen Haufen Geld rein in der Hoffnung, dass ich durch die Decke gehe, wenn es hier aktiv wird. Jetzt ist es raus. Erklär dich ruhig, Gökay, kein Problem. Bin nicht immer der Schnellste hier vom Begriff. Einfach aus dem Kontext gerissen. So sind mir meine Sätze am liebsten. Was habe ich dir doch per Mail geschickt, Lukas? Hast du die neue Rundmail nicht bekommen? Die ging an alle raus. An dich, an Rosi, an Gökay, all meine bezahlten Zuschauer. Stream mal anders. die du angeklickt hast und dachtest, dir liest du später durch und dann vergessen hast, dass du sie schon als gelesen markiert hast und deswegen ganz vergessen, dass sie überhaupt existiert. Ja, genau, die meine ich. Genau, ich glaube, so wächst man am schnellsten auf Twitch, oder? Möglichst assi sein. Gehört, das funktioniert. Das hat mir so ein Konkurrent verraten. So, hier muss ich noch irgendwie einen Übergang hinkriegen. Von dem einen ins andere. Ich habe schon überlegt, ob wir das hier mit, nicht mit dem, aber mit dem Deep Slate noch ein bisschen abwechseln und das hier auslaufen lassen und die Höhle hier vielleicht eh noch ein bisschen umdekorieren. Das gucken wir nochmal. Ich will die nicht ganz so herausstechend haben, auf jeden Fall. Huch. Wollen wir sie ganz schwarz? Ja. Morgen habe ich Stream frei, Gökay. Streame ich mit größter Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch gar nicht. Nee. Also wenn irgendwann mal Horror spiele, dann mit Facecam. Ich sag einfach alles mit Facecam und dann mache ich nie eine Facecam. Nein. Nee, Gökay, I'm sorry. Wir haben hier gerade genug Spiele am Laufen. Wenn ich jetzt auch noch Raft mit Anton spiele, zwischendurch mal Arena mit Apex, dann haben wir Rocket League, Minecraft, Apex, Raft. Habe ich was vergessen? Fehlt, habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Gerade an Rocket League gedacht, bei dem, was ich vergessen habe, aber das habe ich aufgezählt. Also zum einen, was du immer meinst, sind Previews, also in der Mehrzahl mit dem S hinten dran, und muss ich nachgucken. Das Nervige ist halt wirklich, dass ich diesen E-Mail-Verteiler nicht eingerichtet kriege, und ich meine, bisher habe ich 2 bekommen, von dir und Lukas, und das sind ja auch keine richtigen Previews. Ein Preview ist ein Spoiler quasi, ein, ja, eigentlich ein Spoiler, was ähnliches wie ein Preview.
Und, ja, zwei Stück habe ich. Und, das hatte ich in dem gleichen Kontext benutzt, als ich darüber erzählt habe. Und die kriegt einen Spoiler von wie ich aussehe. Also eine Preview auf mich, wenn es genug Zeichnungen von mir gibt. Nee. Ich habe schon gesagt, es soll dann ein bisschen detailerkennbar sein. Und so ein bisschen was. Also es muss schon ernst gemeint sein. Dass es das ist, wie man sich vorstellt, dass ich aussehe. Da wird Lila hellhörig. Lila, wenn du mitmachst, zählt das nicht. Du weißt, wie ich aussehe. Hast du das noch gar nicht mitbekommen? Immer auf die Idee gekommen, weil ich das schon bei mehreren Streamern und YouTubern hatte, die ich gesehen habe, dass die Vorstellung von, wie ich mir vorgestellt habe, dass sie aussehen, so weit weg war von dem, wie sie tatsächlich aussehen. Und dass bei mir noch eine Weile dauern wird, bis ich mit Facecam streame. Dachte ich mir, ich fände es ganz spannend, mal zu sehen, wie Leute sich vorstellen, dass ich aussehe. Mit dem bisschen, was sie wissen und von dem, was sie so hören und was man halt sich zusammen interpretiert, wenn man nur eine Stimme hat. Weil man hört so oft, oh, du siehst ganz anders aus, als ich mir dir vorgestellt habe, wenn man Leute übers Internet kennengelernt hat. Und weiß aber nie, wie die Leute sich einen vorgestellt haben. Ja, das war in Ordnung. Hat jemand schon mal das Richtige gesagt und du nicht antworten konntest? Also ob jemand mein richtiges Aussehen quasi benannt hat? Ich habe durchaus schon Sachen gesagt, die nicht falsch waren. Ihr habt aber auch schon Sachen gesagt, die einfach sehr, sehr lustig waren für mich anzuhören, weil es so überhaupt nicht ich bin. Ich glaube, ich habe es immer ganz gut verpackt gekriegt, es so zu beantworten, dass es nicht eindeutig ist für euch. Ob es jetzt zutrifft oder nicht. Ich habe schon immer versucht, alles zu kommentieren. Ich habe nichts mit Absicht weggelassen, weil ich dachte, egal was ich sage, das verrät zu viel. Im schlimmsten Fall habe ich gesagt, dazu sage ich nichts, da kann ich keine rätselhafte Antwort zu geben. Ah, Lila, wo du gerade da bist, magst du mir noch mal den Link zu dem Dokument schicken? Das wäre cool. Ich wollte nämlich, kann ich dich auch jetzt ja mal fragen, ich kann für die Kanalpunkte, die es jetzt hier gibt, kann ich ein eigenes Icon machen. Das ist ja gerade dieser lilane Kreis. Und ich hätte da, glaube ich, gerne einen von den einzelnen Kristallen genommen, die wir in der einen Vorschau hatten. Und genau, halt mir den da einfach rausgeschnippelt. Wenn du da nichts gegen hast. So, das kann alles weg. Oh, ich glaube, wir werden ein bisschen knapp mit dem Blackstone, kann das sein? Ich hatte gesagt, dass wenn es dann soweit ist, also mal gucken, vielleicht, ich könnte eigentlich auch dann ein Bild im Discord posten. Ja, oder so, Lila, das wäre natürlich super. Ich will es nur nicht im Stream haben. Ja, konnte ich lesen, Lukas. Ich will es nur nicht im Stream zeigen, das Bild. Aber ihr könnt es euch dann selber angucken.
Scaffoldings habe ich, ja. Irgendwas sah da gerade komisch aus, als würde da ein Drop rumliegen. Wahrscheinlich nur das, was ich da durchgesehen habe. Ja, können wir machen. Ich habe abends allerdings Plenum. Ansonsten habe ich eigentlich Zeit. Ist auch gleich schon 12. Krass, ich bin schon wieder 3 Stunden am Stream. Ich guck mal ganz kurz in den Kalender, wann das losgeht, Lila. Ich fand die Zeichnung top. Mich sehr gefreut. Also vor 19 Uhr irgendwann müssten wir es machen. Also ich kann bis 18:45 oder so habe ich Zeit. Musst du sagen, was dir passt. Ich fand eure beiden super. Also weiß nicht, wenn man es jetzt aus dem künstlerischen Aspekt betrachtet, dann hätte ich da bestimmt Verbesserungsvorschläge, ohne es selber unbedingt besser zu können. Aber wenn man es aus dem Aspekt betrachtet, dass es war, um dass ich eine Vorstellung davon kriege, was für eine Vorstellung ihr von mir habt, war es super. Aber das habe ich ja auch von Anfang an gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwelche künstlerischen Glanzleistungen hinzulegen. Es geht nur darum, eine Idee rüberzubringen. Und das habt ihr auf jeden Fall beide hingekriegt. Ja gut, Lila, ich würde mich einfach mal melden, wenn ich wach bin. Und dann können wir ja gucken, wie so unsere Tagesplanung ist und wann es gut passt. Ja, ich sag's noch, der Lockdown bringt die verrücktesten Talente, oder was heißt verrückt, die ungeahntesten Talente teilweise zum Vorschein. Einfach weil so viele Leute so viel Zeit haben, sich mit was Neuem zu beschäftigen und auch müssen, weil alte Hobbys nicht mehr funktionieren. Schick's gerne in Discord, Gökai. Guck ich nachher rein. WB Champ. Hast nur verpasst, wie ich gestorben bin. Ja, man darf sich bei solchen Sachen nicht zu sehr zwingen, aber es auch nicht zu sehr schleifen lassen. Ich glaube, es lohnt sich, sich dann sowas zu sagen wie, okay, mindestens alle 3 Tage setze ich mich mal eine halbe Stunde hin oder so. Weil dann kommt irgendwann auch meistens der Bock wieder, wenn man das richtige Timing findet. Mir zumindest geht es so. Weil ich habe zum Beispiel beim Keyboard-Spielen gemerkt, dass ich es dann irgendwann zu sehr habe schleifen lassen. Und dann ist es einfach aus meiner Gewohnheit verschwunden. Und seitdem habe ich nicht mehr gespielt und bin auch so viel schlechter geworden, dass es ein mehr Anstrengung ist, es sich wieder beizubringen. Hey Gökai, das hast du doch mitbekommen. Das war doch genau, als du wieder reingekommen bist. Willst du mich veräppeln? Es gibt morgen ein Highlight dazu. Kommt noch im Discord. Wie ich gestorben bin. Der Clip, den es gibt, der ist leider zu spät entstanden. Also jemand von euch hat jetzt Bock, in meine vergangene Übertragung zu springen. Letzten Endes kann man sagen, ich war leichtsinnig,
dämlich, unvorsichtig und dann noch ungeskillt. Eine Kombination aus all diesen Sachen hat zu einem peinlichen Tod geführt. Gar nicht weit von hier. Ja, ich wollte da nicht einfach reinschreiben, Aaron hat 10 Tode. Ich fand das so irgendwie schöner. Und man weiß ja im Endeffekt, was gemeint ist. Und wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Ja, das ist mir close enough. Ja, wenn man einen Fehler macht, der tödlich endet, also einen tödlichen Fehler, sonst wäre es ein Fehler, ein potenziell tödlicher Fehler. Aber es war ja ein tödlicher Fehler. Na, keine Ahnung. Ich lasse es so. Ich mag das. Boah, ey, und wir sind so knapp dran mit dem Blackstone. Das gibt's doch nicht. Vielleicht gibt's bei der Bartering Farm drüben in der Hölle noch welchen. Aber ich glaube, wir machen den Raum noch fertig, Lukas. Vielleicht nicht die kleinen Details und so, aber ich würde gerne die erste Lava reinbringen und in die Cauldrons reinsetzen. Und so, dass das schon mal anfängt zu laufen. Und dann machen wir nächstes Mal. Machen wir die Höhle dann noch schick und die Gänge dahin. Also halbe Stunde, Stunde noch, so um den Dreh. Vielleicht auch ein bisschen länger, mal gucken. Ich brauche nochmal ein paar Erdnüsse. Da muss gleich und trinken muss ich auch noch. Hast du da gerade aus Versehen den Namen gespoilert, Gökay? Okay, war ich mir nicht ganz so sicher, weil als ich mal nach dem Namen gefragt hatte, kam die Variante nicht. Okay, wenn das unter euch klar ist, dann ist es ja nicht schlimm. Bitte denn Inis ausgesprochen? Vielleicht bleibe ich einfach bei Champ. Dann habe ich nicht noch einen neuen Namen, den ich mir angewöhnen muss, wenn das für dich in Ordnung ist. Und wo ich auch erstmal die Aussprache richtig hinkriegen müsste. Machen wir das. So, gut, dass wir da diese Bartering Farm haben und die ab und zu mal anschmeißen. Dann haben wir das nämlich auch fertig hier. So, hier kann überall Lava rein. Wir brauchen unten noch 44 Cauldrons und die 44 Dripstones. Wieso würde er das?
Guck mal, endlich verbrauchen wir mal ein bisschen was von unserem Eisen hier. Ich sehe schon, ihr beide mögt euch sehr. Finde ich gut. Ja, dann schlaf gut. Und komm morgen gut raus. Wir können hinten schon mal Lava-Eimer mitnehmen. Und eigentlich schon mal auch nochmal einen leeren Eimer. Dankeschön. Na komm, Gökay, ihr könnt euch untereinander gerne piesacken. Aber hier keine miese Stimmung verbreiten. Du Silber. Ey, Dia 3 ist gut. Ich bin da noch nicht. So, ein paar Eimer brauchen wir noch. Die Bots sind Bronze, wenn überhaupt. Huch! Ja, moinsen! Wo kommst du denn her? Naja, ach komm, lauf hier rum. Hab deinen Spaß. Lass mich nur durch. Warum kriege ich eigentlich keinen Schaden hier drauf? Ah, wegen Frostwalker. Gucke. Nice. Das ist geil. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ah, theoretisch hätten wir 55 Dripstones. Aber ich glaube, wir lassen diese kleine Tropfsteinhülle da. All-Star. Was war das nochmal? Ist das der höchste oder war das früher der Rank? Schlaf gut. Lass dich nicht von Gökay ärgern. Aber wir können auch erst die Dripstones anbringen und die Cauldrons. Oder versenke ich sie doch im Boden? Hm. Ah, ist das beste Level von den Bots. Okay. Ja, immer noch so semi. Eigentlich ein bisschen peinlich, das so hoch zu nennen. Oder so zu tun, als wäre es was Gutes. So, wir kommen ja hier trotzdem noch easy an die Cauldrons. Nice. So, please. Danke. Was mit seinem Game passiert? Wo drunter sind die jetzt? Ich glaube von hier bis da, ne? Dann fangen wir hier auch mal mit der Lava an. Wir brauchen eine Lavaquelle da drüber. Und das wird noch an einiges dauern, bis die sich da unten wieder gefüllt haben, ne? So, konnte man das Basalt ausrichten? Ja, kann man, okay. So, wir haben das hier ist komplett voll mit Cauldrons. Das heißt, hier dürfte der erste Pfeiler losgehen. Ihr wisst noch gar nicht, was ich vorhabe, ne? Ah, okay. Kommt vielleicht wieder, kommt vielleicht wieder.
Nach die. So, die hier will ich später wieder wegklappen. Ich hätte es nur gerne auf einer Höhe, wo also ich hätte es gerne so rum, ne, dass wir das hier oben haben. Oh. War ja klar. Hier dürfen wir aber auch hinstellen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Cauldrons sind ja da. So, und dann gestalten wir so nämlich hier einen Weg, der hier rüber geht. Und dem geben wir dann hier gleich noch einen Schwung mit rein. Dass er da dann am Ende endet. Und hier können wir auch gleich nochmal eine Säule machen. Ich kann sogar aber hier vielleicht einfach schon hin. Und dann ziemlich gerade sein. Mit so ein oder zwei Ausläufern. Muss auch kein sicherer Weg sein hierüber. Ich finde, der darf gerne so aussehen, als würde man bei drauf gehen können, wenn man langläuft. Muss es auch nicht auf die Spitze treiben mit Leuten, die man mag. Nachher streitet man sich doch noch wirklich wegen sowas. Nee, okay. Du wirst das am besten wissen, hoffentlich. Ah, nee, das geht nicht hier. Das muss man, glaube ich, in die andere Richtung machen oder sogar schräg. Huch. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir hier noch weiter runter müssen. WB Lukas. Okay. Ja, es tut aber manchmal auch gut, Leute zu haben, mit denen man das kann. Ich merke das zum Beispiel, wenn Anton und ich zusammen Backgammon spielen und der eine hat Würfelglück, dann sieht man auch schon mal den einen oder anderen Stinkefinger auf der einen oder anderen Seite. Das ist dann doch schon auch sehr gegenseitig. aber wir wissen halt beide, wie es gemeint ist. Leiding tun wir uns dann tatsächlich nicht wirklich. Also manchmal fällt so ein du Arschloch oder so. Oder was hast du für ein Würfelglück, du Arsch? Ah, es kann so schmal bleiben, glaube ich. Ich glaube, es kann so schmal bleiben. Bin nur fast am Überlegen. Das hier ist nämlich so ultra gerade. Ich gehe mir hier nochmal einfach einen hoch. Ist die falsche, ne? Wollt hier schön ein bisschen Cleanstone abbauen. Hab dann die falsche Spitzhacke in die Hand.
So, ich glaube, das kann man so machen. Achso, da hinten müssen wir noch drunter wegreißen. So, aber weil wir hier keine Variationen in rechts und links machen können, am Ende machen wir es in der Höhe. Ja, ich glaube, das geht so. Eigentlich hätte ich hier halt jetzt noch gerne einzeln Stalaktiten bzw. Dripstones, wie sie heißen. Ich weiß gar nicht, welche sind. Warte, ich glaube Stalagmiten stehen auf dem Boden und Stalaktiten hängen an der Decke. I don't know. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es eine Eselsbrücke gab mit Stalagmiten, haben einen M in der Mitte. Und das M geht so und deswegen sind es die, die vom Boden nach oben zeigen. Ich weiß aber nicht, ob die Eselsbrücke richtig ist. So, und wir müssen hier nochmal ein bisschen gucken, weil ich das schon gerne so ein bisschen auslaufen lassen würde hier mit dem Blackstone. Ich will das nicht einfach so in eine harten Kante übergehen lassen hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht erst so einzelne graue Steine mit drin. Vereinzelt und dann immer mehr. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung können wir das machen. Gucken wir mal, wie genau und ob wir da noch andere Steine zwischenziehen gleich. Und ob wir dem ganzen Gang vielleicht diesen Touch geben. Ja, not bad, Lukas. Das ist eine ganz schöne Menge. Huch. Der Kies hier nervt dezent. Zum Glück nur dezent. Ah, wir haben noch mehr. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, es kann doch jetzt nicht alles gewesen sein hier. Habe ich nicht gehört, habe ich nicht vor. Einmal reicht, einmal reicht. Das werde ich mir wahrscheinlich ewig anhören dürfen mit dem Enderman, oder? Wow. Glück gehabt, dass wir auf dem Half-Slap standen. Das hätte einen Kiestoten geben können. Habe ich keinen Cleanstone mehr? Hier muss irgendwie noch ein bisschen mehr dazwischen. Davon nämlich. Guck oben deine Nachricht.
Okay, weiß ich Bescheid, Gökay. Viel Spaß dabei und ich drück die Daumen, dass das Internet trotzdem ausreicht. Nee, das ist mir zu symmetrisch. Mag das nicht, wenn dann so ein Schachbrettmuster entsteht. Ich glaube, so in die Richtung können wir das hier durchgehen lassen. Vielleicht hier nur ein Tick mehr schwarz. So, und dann würde ich da, glaube ich, noch zwischen die hier setzen. So als Zwischending zwischen dem Stone und dem schwarzen Basalt. Dass zumindest die, die hier so ganz klar offen sind, ganz klar noch im schwarzen Bereich, dass die so ein bisschen mehr aussehen wie der Stein und es nicht so einen krassen Kontrast gibt zwischen dem und dem da. Oh ja, jetzt höre ich ihn aber auch. Aber nein. Einmal reicht. Wie kann man die sogar ganz rausnehmen? Huch. Alter, dieser Kies macht mich irre. So. Ich glaube, das kann man so machen. Schön duster auf jeden Fall. Hier geht es dann durch. Da gibt es dann Lava. Müssen wir mal gucken, ob die Lava alles genug erleuchtet, dass wir hier alle Fackeln wegnehmen können. Ja, die sollten wir eigentlich auf jeden Fall wegnehmen können. Weil wir können es auch einfach so bauen, dass man hier vorne nicht hochkommt. Nee, können wir nicht, weil er unter der Weg kommt. Okay. Und wir können auch mal nachgucken. Vielleicht haben wir Glück. Und die Zeit hat schon ausgereicht. Ich glaube, die brauchen länger, um sich zu befüllen. Aber wir überprüfen das mal. Genau, und hier unten würden wir das so ähnlich designen. Oh, guck mal, da drüben sind schon welche voll. Alle sogar, oder? Okay, da tropft es aber auf jeden Fall auch. Aber bei denen, wo nur Lava drüber fließt, tropft es auch. Aber ich glaube, die füllen sich nicht. Ich glaube, die füllen sich nur, wenn ein Lava-Source-Block da drüber ist. Ja, voll. Ich frage mich auch manchmal immer noch, warum es ausgerechnet dann Blöcke gibt, die doch von der Schwerkraft betroffen sind. Wobei zum Beispiel für die ursprünglichen Dings fallen, nicht fallen. Warte mal, warum bewegt sich die und die nicht? Ist hier schon ein Block? Da war schon einer. Good to know.
Wollen hier ja keine Lava verschwenden. War da jetzt schon? Ja. So, und da haben wir die Lava schon verdoppelt, die sich jetzt hier produziert. Ne, hier unten machen wir dann auch noch schön. Da arbeiten wir, glaube ich, dann mehr mit dem Basalt. Und vielleicht ein bisschen von dem Schwarzen. Und hier können wir auch ein bisschen angelegter arbeiten. Darunter füllen wir vielleicht nochmal auf. Sieht ja sonst auch doof aus hier. Da könnten wir auch nochmal irgendwas überlegen. Wir haben ja auf jeden Fall noch viel Platz. Ich finde es sehr schön. Wir haben sowohl draußen als auch drinnen noch sehr viel Platz zum Bauen. Und es ist trotzdem irgendwie halbwegs in der Nähe zu unserem ursprünglichen Ort. Und jetzt können wir theoretisch auch hier rüber zum Holzfällerbereich kommen. Das ist doch smooth. Und ich würde sogar sagen, man sieht nicht auf Anhieb, dass es eine self-made Höhle ist. Könnte auch eine sein, die wir gefunden haben und einfach ausgetauscht haben, die Steine. Und auf dieser Seite kommt man gar nicht hoch. Das ist aber ganz gut. Wenn hier Monster spawnen, dann kommen sie wenigstens nur hier hinten durch. Vielleicht machen wir hier vorne zumindest nochmal... Da können wir auch eine Laterne hinstellen, oder? Ich hätte auch gerne eigentlich irgendwo noch einen Lava... Strahl, der durchgeht nach unten. Die Dripstones oben dran. Hier den Übergang müssen wir auch noch vernünftig machen. Das hier können wir auch noch ein bisschen schicker machen. Aber das machen wir auf jeden Fall alles nicht mehr heute. Wir machen hier gleich Feierabend. Ist schon 12:30. Hab jetzt heute fast 9 Stunden gestreamt. Oh, wir haben hier mal wieder Vorrat. Das ist sehr schön. Wir können hier mal wieder tauschen und mal wieder mehr mit der behutsamen Spitzhacke arbeiten. Ich bin immer mehr zufrieden mit meinen Terraform-Fähigkeiten und was da am Ende bei rauskommt. Wenn ich mir am Anfang ein bisschen mehr Gedanken machen würde, könnte es, glaube ich, auch noch cooler aussehen. Weil theoretisch, wenn man sich genau überlegt, wo und wie das Ganze lang gehen soll, dann ist es deutlich einfacher. Weil du hast ja zum Beispiel hier, dass hier so eine Ecke entsteht, ist, weil es da eine Rundung gibt. Und weil es da eine Rundung gibt und gleichzeitig aber diese Kuhle halt drin. Und daraus kann man sich halt so ein bisschen ableiten, was, wo, wie hoch gesteckt wird und wann es nach was aussieht. Dass man nicht eine Bergkante hat, die doof so geht. Also lauter Stufen drin hat, sondern dass es mehr so einen Schwung kriegt. Und so. Und wenn ich mir da bei der Höhle mehr Gedanken vorher gemacht hätte, oder auch wenn man sie aus dem Nichts baut, also eine Höhle auf flacher Ebene, finde ich nochmal ein bisschen einfacher tatsächlich. Ich pack die jetzt hier mal als Erinnerung hin. Dass wir hier noch Laternen aufstellen wollen. Ja, Berge bin ich tatsächlich auch manchmal noch ein bisschen überfordert. Aber machen. Das ist das, was da tatsächlich am meisten hilft. Einfach immer weitermachen, neue bauen, umbauen. Nicht zu viel drüber nachdenken. Erstmal grob was raushauen, dann sich Ecken angucken und wenn man denkt, nee, die Ecke da sieht aber voll kacke aus, dann ändert man an der einen Ecke nochmal was oder so. Und ich werde mich hier mit der Zeit so verlaufen mit diesen ganzen Gängen, die wir hier haben. Ich hatte auf mehr gehofft. Wir können auch hinten bei der Hölle nochmal den einen abholen, der sollte auch wieder da sein. Dann gucken wir da unten nochmal rein, kippen das oben rein und dann mache ich Feierabend. Nö, Jeff. Müssen wir irgendwas reparieren? Geht einigermaßen. Warum ist der Helm so kaputt? Wahrscheinlich, weil ich immer so oft mit dem Kopf durch die Wand will mit der Elytra. Läuft unser Pikmin hier noch rum oder despawnt der irgendwann?
haben wir das aber endlich mal in Angriff genommen mit der Lava-Farm. Ich hätte auch gedacht, es dauert länger tatsächlich, aber ich glaube, es ist einfach sehr, sehr random. Das hatten wir auch bei dem Test auf dem Creative gesehen, dass es bei manchen super schnell ging, bei manchen länger gedauert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es einen großen Spielraum hat, in dem es passieren kann. Und dass deswegen es manchmal super schnell geht, manchmal sehr lange dauert. Sollte aber auf jeden Fall reichen, um unsere Öfen komplett durchzudingsen. Wieder war ja was. Autsch. Meinst du das rumprobieren? So, ich habe sehr dolle Angst, hier einen Eimer auf was anderes drauf zu kippen. Weil dann geht der nämlich verloren. Ja, das stimmt. Da haben wir ein bisschen in der Creative-Welt getestet. Mag ich sehr gerne, dass wir die angelegt haben. Ich hatte anfangs tatsächlich überlegt, dass ich da immer alleine teste und dann nur mit dem Ergebnis quasi zu euch komme. Aber dachte mir dann, ist irgendwie auch ganz schön, vielleicht bei dem Prozess mit dabei zu sein. Was geht ja zügig hier. Guck mal, die haben wir gerade erst eingefüllt hier. Das ist ja schon fast den Punkt, wo wir die ganze Zeit zwischen oben und unten hin und her rennen können. Kriegen wir es doch noch jetzt fertig hier? Es geht ja auch immer schneller, je mehr wir das haben. Je mehr wir hier haben von den Eimern. So, und ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon haben. Ich glaube nicht. Aber wir machen so. Dann testet man einfach, ob man da was wegnehmen kann. Und wenn nicht, dann fehlt da noch eine Quelle. Easy as this. Oh Mann, ich kann echt nicht aufhören, ne? Es ist schlimm bei Minecraft. Ich glaube, ich kann noch 20 Mal sagen, dass ich jetzt eigentlich Schluss machen möchte. Irgendwie habe ich jetzt Bock, das mit der Lava noch fix fertig zu machen. Und dann ist fix wieder in Anführungszeichen. Dann hole ich jetzt aber nochmal kurz die Laternen, um die da oben hinzustellen. Ja, wir müssen hier hoch. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal Slabs anbringen. Daraus können wir, glaube ich, leider gar keine Slabs machen hier. Was ist da denn passiert? Da ist ein Eimer. Da ist keiner. Dann muss der so. Vielen Dank. Warum ist der hinter jetzt aber immer noch stehen? Schwer, diese schräg zu platzieren. Das ist, glaube ich, der Struggle dabei. Oh, ich werde da bestimmt noch mal runterfallen. Ja, das ist so ein Minecraft-Problem. Dieses nie ganz fertig sein und nur noch kurz dieses und jenes. Das ist bei mir schon ein bisschen besser geworden mit dem Stream, weil ich oft auch einfach erledigt bin am Ende vom Stream. Aber ich merke, dass ich gerade genauso an diesem Kipppunkt bin von, ich habe zwar noch Bock, aber ich bin gleichzeitig auch ganz schön matschig und wenn ich jetzt noch ein neues Projekt anfange, dann bin ich irgendwann durch. Und deswegen will ich lieber mal Feierabend machen. Vielleicht können wir hier auch nochmal mit Ketten herkommen und die nochmal hier so mit einer Kette runterhängen. Könnte, glaube ich, auch ganz nice aussehen. Angst, dass es hier zu dunkel wird. Das nervt mit denen auf dem Boden. Okay, da wird es nicht zu dunkel. Passt schon. Dann können wir auch wegpacken. Da sind bestimmt ein paar Eimer wieder ready. Oh, im Real Life habe ich das nicht ganz so krass, glaube ich. Also, ja, hängt davon ab, was ich mache. Stimmt schon. Guck mal, jetzt war nur einer fertig, obwohl wir deutlich länger weg waren. Strange. Vielleicht dauert es doch länger, als ich dachte. Vielleicht lasse ich es einfach noch ein bisschen weiterlaufen, während wir gleich Outro haben. Und heute will ich mal wieder raiden. Ich habe es wieder vergessen.
Ah, in Rocket League. Für mich ist RL immer die Verknüpfung zu Real Life. Rocket League habe ich das mit dem Üben. Wenn ich anfange, was zu üben, dann endet es manchmal darin, dass ich einfach 3 Stunden lang nur am Üben bin und dann gar nicht mehr spiele. Weil es mir so Spaß macht und ich auch dann so einen Ehrgeiz entwickle, da drin irgendwie den Ball noch besser und noch gekonter irgendwie ins Tor zu hauen oder was auch immer ich hier gerade übe. Und dann verliere ich mich da so ein bisschen drin. Hat irgendwer Vorschläge, wen wir heute raiden? Sonst gucke ich gleich mal, ob irgendwer aus meiner Liste online ist. Und sonst gucken wir bei wem anders kleinen vorbei. Da ist er nicht, ne? Nee. So, wir können uns da unten hinstellen. Ich suche wen zum Raiden raus, wenn hier keine Vorschläge kommen. Soll ich nach Minecraft oder Rocket League gucken? Was wollte ich gerade lieber gucken? Öffnen wir mal hier in Twitch. Minecraft? Okay. Ich habe keine Vorschläge. Okay, ich habe 2 Leute online, aber es ist Valorant und there is no game yet. Ah, Shop Release Party. Ich glaube, da wird der Merchandise Shop eröffnet. Okay, mehr sind bei mir gerade nicht online. Schade, aber Punicorn hätte ich gerne zurückgeradet. Fand ich ja tatsächlich ein bisschen schade. Ich will gar nicht lästern. Jede Person, wie sie möchte. Aber raiden bei uns. Und ich frage, welches Spiel sie gerade gespielt haben und was so geht. Und es kam einfach keine Reaktion von niemandem, von denen die geradet haben. Fand ich ein bisschen schade. Also entweder schaltet man vorher ab, wenn man keinen Bock auf den Raid hat. Oder man schreibt nicht Hallo, weil man sich erstmal angucken möchte. Und ich finde aber, wenn man Hallo schreibt, dann kann man auch mal eine Nachfolgeantwort oder so raushauen. Aber fand ich jetzt überhaupt nicht dramatisch. Finde ihn ganz sympathisch. Hab da jetzt 1-2 Mal im Stream vorbeigeschaut. So, dann durchsuchen wir doch mal hier. Text durchsuchen. Minecraft. Ich fand es einfach komisch, dass es so ruhig war, nach keine Ergebnisse gefunden. Willst du mich veräppeln? Es gibt doch, achso, Filter nach Text durchsuchen. Muss ich wahrscheinlich Survival suchen, oder? Dann finde ich da auch Minecraft. Ja, Minecraft wurde mir auch vorgeschlagen. Es war das dritthäufigste Spiel. So. Der baut mit Birkenholz. Spannend. Was ist das? Das sieht irgendwie aus wie Minecraft, aber irgendwie auch nicht. So, hier hat jemand was, das heißt einfach nur bauen. Ich schau da mal einmal fix rein. Spielen zusammen. Da wird ein bisschen gequasselt. Ich glaube, da kann man vorbeischauen. Weil die. Ist es meine Auflösung nur? Ja, okay, ist meine Einstellung. Gut, dann das zu. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das hier über den Command hinkriege. Raid. Muss ich da nur den Namen eingeben? Oder muss ich da den ganze URL eingeben? Gucken wir doch mal vorbei. Ich bleib drüben und wie immer noch bestimmt 10-15 Minuten im Chat. Sag aber an alle, die nicht mit rüberschauen, schon mal gute Nacht. Es war wieder sehr schön mit euch. Zahlreiche Spiele heute, ne? Wir haben erst Rocket League, dann Apex und dann Minecraft gespielt. Apex hat sich nicht ganz so bewährt. Einfach weil das Spiel zu viel Leistung zieht und der Stream da nicht flüssig läuft. Apex Arena vielleicht, mal gucken. Vielleicht streame ich das nochmal. Sehen wir dann. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Und wie immer, ich winke euch mal einmal zu. Ich kann auch mal aus dem Fenster rauswinken, ist ja eigentlich eher direkter zu euch, oder? Da kommt drauf an, in welche Richtung ihr wohnt. Ich winke einfach in alle Richtungen. Gute Nacht.
Und bis zum nächsten Mal. Montag dann wieder. Danke, Crafting Crystal, und hallo an alle, die mit rüber gejoint sind. Wie geht's euch so? Genau, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wie man es definieren möchte. Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Ich kann mich bis jetzt nicht beklagen. Natürlich wäre es noch besser, wenn das mit die ganze Geschichte mit langsam mal rum wäre. Stimmt. Weil dann könnte man auch mal wieder die Freunde machen. Aber ja, sonst geht das gut. Kann mich nicht beklagen. Einen frischen Kaffee hier stehen. Mit Milch oder ohne? Kohle brauchst du dafür. Wetter und Stamm. Also ich glaube, wer an einem Sonntag um 0:44 Uhr aufsteht, entweder er war am Samstag noch arbeiten oder... Also unten musst du Stamm die Reihe voll machen. In der Mitte. Mehr Milch ist Kaffee. Ja, okay, ich verstehe. Ich bin auch eher so der Typ, der gerne mehr Milch in Kaffee reinholt. Welcher von beiden? Also ich weiß, dass Hubert gerade nicht so laut reden kann, wegen Eltern. Und der andere ist ein Junge. Ja, das stimmt. Crafting Crystal. Wer Nachtschicht hat, der ist halt morgens am Pennen, damit er halt abends fit für die Arbeit ist. Ich weiß nicht, ob man da so den besten Schlafrhythmus drin hat, wenn man dann so Nachtschicht hat und das dann immer so abwechseln. Lovia, ist das richtig ausgesprochen oder nicht? Ach ja, ihr könnt euch übrigens hinlegen, wenn ihr wollt. Das ist entspannlich. Ich wollte nur sagen. Ist noch keiner gestorben. Noch nicht. Ein Lauf, ja. Okay, gut. Dass das nicht schlimm ist, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe, das ist schon mal beruhigend, weil es gibt ja so Leute, wenn man den Namen dann falsch ausspricht, deswegen frage ich lieber nach. Was habt ihr alle jetzt noch so vor? Selber noch weiter Minecraft? Oder einfach nur anderen oder einfach nur mir beim Stream zugucken? Ja, das ist schon mal gut, dass ich zu welchen Leuten gehöre. So. Rein.
Ah, okay. Warte, ist das... Okay.